Das ist keine Finanzberatung, nur meine persönliche Meinung. Nein, ich bin kein Anlageberater. Ach, habe ich jetzt schon auf. Zuerst, ihr seht, meine Kamera ist wieder da, eine neue, und die funktioniert. Hoffentlich tadellos. Schauen wir mal. Und ihr seht, mein Bikini habe ich ausgekriegt. Ne? Warum ich jetzt hier Coin Mercy Aufgabe gemacht habe, weil ich habe ja die ganze Zeit immer gesagt, von wegen, ich kaufe mir jetzt erstmal ein bisschen V-Chain. Ne? Da ist der Beweis, ich habe heute Morgen auch wieder um 11:34 Uhr, ich hoffe, mein Chef sieht das nicht, für 500 € mir V-Chain gekauft. Also ihr seht, ich kaufe tatsächlich V-Chain. Ne? So, da gehen wir mal raus. Ja, Marktsituation, was soll ich sagen? Ne? Marktsituation ist in meinen Augen ein bisschen entspannt noch. Leider ein bisschen so, ja, weiß nicht so recht, wo der hingeht. Im Moment mehr down als up. Aber das ist auch normal in der Marktsituation. Da würde ich mir jetzt keine großen Sorgen machen. Und schauen wir mal, wo es die nächsten Tage oder Wochen hingeht. Ne? Wie gesagt, wenn man in die Kryptowelt investiert, muss man langfristig investieren und nicht denken, von wegen, ich pumpe jetzt da, ich sag mal 1.000 € rein und ich bin nächste Woche schon Millionär. So einfach ist das nicht, besonders nicht bei den Marktzyklen, die der Markt eben halt hat. Da kann man sogar Pech haben, so wie wir alle, ne? Dass man dann 2, 3 Jahre warten muss, bis es wieder richtig lecker Schmecker nach oben geht. Von daher, habt Geduld, kauft entspannt ein, geht nicht volle Pulle gleich immer rein, teilt euer Geld auf, wenn ihr kaufen wollt. Kauft hier ein bisschen, kauft da ein bisschen, wenn ihr kaufen wollt, natürlich, aber nicht volle Pulle reingehen, weil es kommen immer wieder wahrscheinlich Gelegenheiten, wo ihr noch mehr Geld für das gleiche, noch mehr Münzen für das gleiche Geld dann noch mehr bekommen könnt. Ich gehe immer noch davon aus, dass wir trotz allem, auch wenn da die MT-GOG-Sache erstmal um ein Jahr verschoben worden ist, dass wir trotzdem noch einen Marktcrash sehen werden. Warum ich darauf komme, weil der Aktien- und Immobilienmarkt nicht gerade prickelnd sind und es ist immer noch so, dass einige Banken ganz schwer am Wackeln sind. Und es könnte jederzeit losgehen, es könnte aber auch überhaupt nicht kommen. Schauen wir mal, was dann passiert. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, trotz der weltweiten Wirtschaftskrise, die wir nun mal haben, auch wenn einige Nationen natürlich jetzt schon wieder Wirtschaftsplus haben, weil natürlich die Herrschaften und die Damen natürlich, die was zu sagen haben in den Ländern, auch ihren Job ja, nicht so schlecht machen wie in gewissen anderen Teilen in Europa, in einem gewissen Land, aber es spielt keine Rolle, ist halt so. Da gibt es schon einen kleinen Aufschwung. Ich sage nur zum Beispiel gerade Italien, ne? 3%. Ich als Italiener, sage ganz ehrlich, wundert mich. Aber nichtsdestotrotz, die Dame macht da wohl ihren Job doch recht gut. So. So ist die Marktsituation eben halt auf dem Kryptomarkt. Da müssen wir eben durch und da muss sich keiner irgendwie jetzt groß Pipi in den Augen haben. Ne? Ganz einfach. Einfach halten, warten, entspannen. Wer in Deutschland ist zum Beispiel, der muss ja eh die Haltefrist einhalten. Und im Endeffekt ist es jetzt sowieso noch egal, weil wer jetzt kauft, so wie ich zum Beispiel jetzt hier heute Morgen mit V-Chain, der muss sowieso noch warten, weil ich verkaufe nicht, wenn ich noch Steuern zahlen muss. Es ist einfach Fakt. Ich verkaufe nie, wenn ich Steuern zahlen muss. Außer ich würde natürlich sowas wie Staking machen, wie bei V-Chain, die WTHO. Das ist ja automatisch. Und wenn ich die verkaufen würde, muss ich eben halt Steuern zahlen. Aber die verkaufe ich nicht, die brauche ich. So, fangen wir mal an. Ich habe sogar was von Eichmi Pay. Eichmi wird in den USA mit der Geldüberweisungslizenz legitim. Das Kryptowährungszahlungsgateway Eichmi Pay hat einen entscheidenden Moment in seiner globalen Expansionsstrategie markiert, indem es sich eine wichtige Zahlungslizenz in den Vereinigten Staaten gesichert hat. Das Unternehmen hat im Bundesstaat Arkansas eine Geldüberweisungslizenz erhalten und reiht sich damit in die Reihe von Kryptogiganten wie Coinbase und Jack Dorsey Block ein. Komisch, warum sagen sie nicht auch Ripple? Weil Ripple hat sie ja auch, aber okay, ne? Ripple ist ja nur ein kleines Unternehmen. Die Lizenz, die vom Arkansas Security Department ausgestellt wurde, erlaubt es Alchemy Pay seiner Nutzbasis in den Vereinigten Staaten verschiedene Finanzprodukte anzubieten. Es trägt auch dazu bei, Unsicherheiten über seine Rechtmäßigkeit zu vermeiden, da es Eichmi ermöglicht, in den Vereinigten Staaten mit der strengen Unabhängigkeit, nee, unabhängigen jährlichen Prüfung als Geldübermittler zu fungieren. Die Liste der autorisierten Dienste umfasst den Verkauf oder die Ausgabe von Zahlungsinstrumenten, der Verwaltung von gespeicherten Werten, Prepaid Zugänge sowie den Empfang von Geld, digitaler Währung oder Geldwert zur Übertragung. Ja,
Das einzige Gute ist für Archimie Pay, sie sitzen nicht in den USA und wenn die SEC kommt und sagt, oh, ihr seid Wertpapier, juckt die nicht. Ne? Sitzen in Singapur immer noch. Von daher. Aber es ist schön zu sehen und wie gesagt, Archimie Pay sollte sich mal auch der ein oder andere vielleicht anschauen, wenn er es noch nicht in seinem Portfolio hat, weil es hat ein ganz schön fettes Potenzial, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es über Ethereum läuft. Ne? So, Shutdown der US-Regierung würde Genehmigung beantragter Bitcoin-Spot-ETF Monate verzögern. Ganz ehrlich, diese Bitcoin-ETFs, Ethereum-ETFs und, was so kommen soll, das wird erst nach dem Bitcoin-Mining kommen, habe ich euch schon öfters gesagt. Und ich bin davon immer noch felsenfest überzeugt. BlackRock ist nicht so doof und die SEC wird es natürlich mit BlackRock zusammen so hindrehen, wegen der Verzögerung, dass die ganzen Sachen erst nach dem Bitcoin-Halving kommen. Aber nichtsdestotrotz, worum geht es? Es gibt eine wachsende Zahl von Berichten, die darauf hindeuten, dass die Regierung der Vereinigten Staaten am 1. Oktober handlungsunfähig wird, wenn nicht vor Beginn des nächsten Steuerjahres ein vorläufiges Finanzierungsgesetz verabschiedet wird. Aus Sicht der US-Makroökonomie wäre dies nicht das erste Mal, nee, es gab schon mal, dass sich eine solche Vorfall ereignen würde. Zwischen Ende 2018 und Anfang 2019 war die US-Regierung 35 Tage lang handlungsunfähig und in dieser Zeit waren viele Behörden, darunter die US-Börsenaufsicht SEC, betroffen und sie hatten einen großen finanziellen operativen Rückstau. Bedeutet im Endeffekt, wenn die US-Regierung, was gut möglich ist, bei denen wirklich wieder handlungsunfähig ist, werden viele Beamten erstmal in den Urlaub geschickt, aber ohne Geld zu kassieren. Das gab es tatsächlich 2018, 2019. Das heißt, die SEC hat nicht genug Personal, um diese Anträge natürlich nicht zu verarbeiten. Ne? Wissen wir ja. Aber was interessant ist, deswegen sage ich, das wird erst nächstes Jahr kommen. Mit diesem geänderten Zeitplan wurden führende Vermögensverwaltungsfirmen wie BlackRock, Fidelity, Wisdom Tree, Invesco, Valkyrie und Bitwise, ja, Eingriff erforderlich, dumm ich auch, weiter hingehalten. Solche Verzögerungen sind bei der Regulierungsbehörde nicht ungewöhnlich, da sie normalerweise die gesetzliche vorgeschriebene 240 Tage für einen ETF-Prüfungsprozess voll in Anspruch nimmt. Deswegen sage ich ja, Leute, der Schmutz kommt erst nächstes Jahr nach dem Bitcoin-Halving. Ob ihr es mir glaubt oder nicht, mich würde es wundern, wenn BlackRock das Feuer durchkriegt bei der SEC. Aber das werden die auch nicht machen, weil die werden diesen Schwung dann mitnehmen mit dem Bitcoin-Halving eher nicht. Deswegen bleiben wir entspannt weiter. Es wird nächstes Jahr kommen. Der Bullenmarkt wird gigantisch. Es wird einfach nur geil, finde ich. Wenn die Weltwirtschaftssituation sich natürlich gebessert hat. Und no, man könnte sagen, vielleicht sind sie auf einem guten Wege. Ripple Partner, Union Bank. Kann ja gar nicht sein. Wieso hat Ripple eine Partnerschaft mit einer Bank? Ich dachte, keiner will das haben. Mit Ripple. Erhält als erstes philippinische Bank die volle VASP-Lizenz. Der Partner von Ripple, die Union Bank of the Philippines, hat die behördliche Genehmigung erhalten, ein Crypto-Assets-Geschäft vollständig zu betreiben. Einem lokalen Bericht zufolge erhielt die Bank Anfang dieser Woche eine Lizenz von der Banco Central NG Filipinas, um als Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte VASP zu fungieren. Ist eine geile Sache, Leute, ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Union Bank VASP-Lizenz. Bemerkenswert ist, dass Banco Central NG Filipinas die Union Bank autorisiert hat, ein VASP zu sein. Die Zentralbank des Landes vertritt. Der Bericht hob hervor, dass der Meilenstein des Ripple Partners ihn als erste und einzige Universalbank positioniert, die berechtigt ist, solche Dienstleistungen auf den Philippinen anzubieten. Ja, da seht ihr mal wieder, ne? Selbst die Partner von Ripple sind natürlich nicht doof. Und es wird immer geiler eigentlich. So, 120 Millionen XRP an diese koreanischen Top-Börse ergattert. Hier ist ein überraschender Käufer. Ja, aber natürlich.
Man hat natürlich festgestellt, dass Börse mit Sitz in Südkorea abgehoben wurde. Bithumb. So. 120 Millionen XRP von Bithumb abgehoben. Hier ist das Unternehmen dahinter. Die oben erwähnte XRP-Brocken von 120 Millionen Coins, wow, Coins, nicht Token diesmal, wurden zum Zeitpunkt der Überweisung mit 61,1 Millionen bewertet. Während einige denken, dass dies ein enormer Kauf war, der von einem anonymen Wahl getätigt wurde, wurden diese 120 Millionen XRP laut zusätzlichen Daten von Bithumb XRP Wallet Trackers in Wirklichkeit zwischen den internen Wallets von Bithumb übertragen, wie es im Fall einer Umverteilung der von Geldern der Fall sein kann. Ist natürlich die Frage jetzt, wollen sie verkaufen oder warum haben sie dies getan? Keine Ahnung, müssen wir einfach entspannt sein. Der Kurs sieht nicht danach aus, dass 120 Millionen raufgeballert worden sind. Aber was soll's. Aber ich habe hier noch eine Frage gleich am Anfang. Die wurde sogar schon um 19:35 Uhr gestellt von CrewFox. Hey MC, wenn ich von der Börse auf einen Ledger Krypto drauf tue, muss ich Steuern zahlen, wenn diese ein Jahr Ding nicht rüber ist? Du musst erst bezahlen, wenn du natürlich verkaufst. Du kannst deine Coins so viel hin und her schicken und tocken, wie du willst. Es geht, wenn du in Deutschland bist, das Haltefrist und das bedeutet nicht, du musst sie ein Jahr auf einer Börse halten, du musst sie einfach nur ein Jahr in deinem Besitz haben. Und da geht es dann, die Zeit läuft dann von der Position, wann du gekauft hast, die Menge, eben halt von dem Datum ab. Aber das wurde auch von Prinz von keine Ahnung schon erklärt, fand ich geil, aber ich muss es ja trotzdem noch auch mal sagen, ne? Ich grüße euch natürlich alle und der zum ersten Mal hier reinhört, ihr seht, wir unterstützen uns alle gegenseitig und das ist eine geile Sache, Leute. Das finde ich einfach immer eine geile und feine Sache von jedem. Oh, schieben wir das nochmal richtig hier. Oh, nicht so weit. So. Ihr seht, der XRP-Ledger ist auch wieder ein bisschen aktiv. Merkwürdig. Dann läuft ja nichts drüber, weil keiner will ja Ripple-Technologie haben. Ne? So, ich grüße euch natürlich alle und Sanremo, das ist nicht witzig mit dem Bild gewesen. Das ist wirklich, jetzt hörst du aber mal auf hier, das ist nicht witzig gewesen heute Morgen mit dem Bild. Ne? Ich auf der Arbeit und er schickt mir Bilder so aus Teneriffa. Also, das motiviert mich. So, Start 2020, UK, schon lange nicht mehr. Okay, XRP Heiko, schönen Freitagabend an alle. Doc Azzarola, moin. Qualmes, dann geht's ja Juk. Okay, Meister Essox, hallo, ihr lieben Leute. Malatis, hallo, Babo. XRP V-Chain, Servus. Leonora, hi, Marcello, endlich sieht man dich wieder. Ja, boah, war ja nur ein Tag, ne? Und ich glaube, einen Tag kann jeder verkraften, wenn er meine Schönheit nicht sieht, sage ich mal. Irgendwie ist ein bisschen zeitverzögert, meine Kamera. Was ist denn nun los? Was haben wir hier denn jetzt? Hört auf, mich zu nerven jetzt hier heute. Ah, da waren wir. Moonwalker, liebe Grüße aus der Kurpfalz. Indalo, Grüße aus Trifurt. Max Mumpel, Namensam und Prost in die Runde. Startrampe. Guten Abend, MC und alle Anwesenden aus Südbaden. Mike, hey, MC und Freundin. Die Countdown läuft, sind wir gespannt. Nein, ich nicht. Er hat ja auch irgendwelche drei Punkte da angedeutet schon. Das wollte ich nicht bringen, weil das ist Spekulation und da habe ich irgendwie, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, er will ja um 23 Uhr unserer Zeit was Großes ankündigen. Soll er machen. Schauen wir mal, was da kommt dann. Ne? Können wir dann spätestens morgen vielleicht mal ein bisschen durchgehen dann. Riedel, grüß dich. Ich abonniert mit Prime zum achten Mal schon. 8 Monate bin ich schon auf Twitch. Wow. Das ist echt. Ich grüße dich. Schöne Grüße an alle. Mark XRP. Guten Abend allerseits. Mr. Swiss Crypto. Hey, hallo zusammen. Wow, MC mit Bild. Ja, heute mal mit Bild. Ich weiß nicht, wie lange die Kamera hält. Also, die ist jetzt neu. Also sollte schon mindestens ein Jahr funktionieren. Rob, guten Abend an alle. Feuerbirne, hallo zusammen. Allen einen schönen Freitagabend. Und ich habe es auch mit der Zeit wieder hingekriegt, ne? So. Indalo, Wochenende. Ja, hoch die Hände.
Singelberg, guten Abend, liebe Freunde. Speedidi, Gruß aus Österreich und an die Community. XRP Heiko, Vonovia ist auch am Wackeln. Der größte Wohnungsbauer in Deutschland. Ja, habe ich jetzt auch letztens gelesen. Ich glaube, das war die Woche war das. Immobilienbranche geht den Bau runter gerade. Täglich trägt alles nicht zu einem guten Bullrun bei. Naja, wenn sie es vorher hinkriegen, dass alles über Kopf geht. Ich glaube, Vonovia wollte irgendwie 600.000 Wohneinheiten jetzt bauen, aber wegen angeblich Preis, Rohstoffpreise und alles, haben sie es erstmal auf Eis gelegt. Ja, deswegen sage ich ja, ich hoffe, dass dieses Jahr es nochmal richtig über Kopf geht. Am besten so, ja, Oktober, November rum. Ja, lieber am besten November, muss ich sagen. Dann dauert es noch so 2, 3 Monate, bis so langsam wieder ein bisschen Schwung reinkommt und alles wieder vielleicht in die richtigen Bahnen läuft. Und es wäre perfekt, ne, zum Bitcoin-Halving. Aber warten wir einfach mal ab. Kufox, hi MC und Chat. Muss man, wenn man Coins, habe ich doch schon gerade natürlich, ah, ich liege ja auch wieder hinten, ne? Habe ich dir gerade schon gesagt. Aber Prinz von keine Ahnung, ganz oben auch schon beantwortet. Okay, was ist passiert? Lacht. Freunde. Oh, nix, noch nix. Singleware, ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende von Sir Sanremo. Ja, ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende von Sir Sanremo. Huber, guten Abend, MC. Hallo, XRP-Familie. Ich bin immer noch im Dienst, MC. Du bist sehr wichtig. Arbeit egal. Ach, bist immer, wenn ich mal fragen darf, in welchem Bereich arbeitest du denn? Andy Punkt, hallo Freunde, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Weltglück, kommenden Freitag bei der Party wird wieder nichts passieren, nur per PR-Gag. Also, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass sie auf der Party tatsächlich verkünden, wir haben uns mit der SEC komplett geeinigt und der Prozess ist hinfällig. Das ist auch das Einzigste. Ne? Mehr würde da nicht kommen. Und das ist schon das höchste der Gefühle, wenn überhaupt. Aber ich denke auch so wie du, die werden sich die Kante voll ballern. Ne? Ja, einen Anlass haben sie ja, okay, XRP ist kein Wertpapier, ist auch okay. Aber da wird nichts kommen in meinen Augen. Also kann ich mir nicht vorstellen. Wenn, dann warten sie damit bis zur Swell. Ne? Mein Gott, das ist die Hausmesse, die ist im November von Ripple, die eigene Messe. Da sind alle Big Player bei. Da guckt die ganze Kryptowelt drauf. Alle News, die wirklich was zu melden haben, gucken da drauf. Von daher, da würden sie es verkünden. Maximus, guten Abend an alle. Wie geht's es euch allen? Was gibt es Neues auf der Markt-MC? Eigentlich nicht viel. Alchemy Pay gab es eine gute Nachricht heute. Im XRP der gleiche Schmutz wie immer. Ne? Von daher ja, ganz entspannt. Chris for Crypto. Guten Abend, mein lieber Marcello. Und beste Grüße in die Runde. Kufox, Qualmes MC. Okay, ich habe gesehen, man kann von den Ledger auch direkt Coins kaufen. Was ist besser, vom Ledger oder Börse? Dann auf Ledger tun. Also einige tun das ja schon, ne? Also vom Ledger direkt kaufen. Ich habe es noch nie gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich immer noch so, nee, mache ich auf Börse. Du sollst angeblich, also wenn du vom Ledger direkt kaufst, sollst du eine E-Mail kriegen, ne? Als Kaufbestätigung mit Datum, mit wie viel du bezahlt hast, wie viel Coins du gekriegt hast. Die musst du natürlich dir ja, ausdrucken und behalten. Das ist der Beweis, dass du diese Coins dann diese Anzahl auch gekauft hast zu dem Datum. Ich kann es dir nicht sagen, was besser ist, ne? Weil die Transportgebühren werden dir so oder so abgezogen. Ob du das jetzt auf einer Börse machst oder wenn du es direkt bei Ledger machst, das spielt keine Rolle. Also Transportkosten wirst du nicht sparen. Wie gesagt, ich kann da nichts zu sagen, weil ich das nie gemacht habe und ich kaufe auch weiter auf Börsen, wie du gesehen hast am Anfang bei mir. Ne? Also ich benutze immer noch Coinmercy als meine Hauptbörse, wo ich dann meine Großteil meiner Coins kaufe. Weltglück. Laut meiner Meinung werden sich die SSC und Ripple nicht einigen. Oh ja. Doch, ich denke schon. Ich denke schon, die werden sich einigen, falls sie sich noch nicht geeinigt haben sogar, ne? Weil du musst auch bedenken,
Es ist sehr ruhig geworden um kleinen Gary, ne? Schon sehr merkwürdig auch. Anton XRP, guten Abend. Qualm ist, wie du möchtest, QFox. Hab noch nie direkt gekauft, muss dich dann wohl auch anmelden oder so. Klick dich halt mal durch. Nee, ich glaube, man muss sich nicht mal anmelden, weil es gibt da ja auch die Möglichkeit, dass du sofort Zahlung machst. Dann wirst du natürlich nur weitergeleitet, ne? Halt zum Online-Banking. Und du bist dann ja so gesehen automatisch re registriert mit deinem Wallet-Adresse von Ledger eben halt. Aber gut, ich kann es eben nicht richtig bestätigen, weil ich habe es eben halt noch nie gemacht. Anton XRP, guten Abend. Da war ich ja schon. Kufax, okay. Lundin, guten Abend, alle verrückten Leute, die an XRP glauben. Ja, das ist schlimm, ne? Das ist wirklich schlimm. Hab gerade gestern noch mehr XRP gekauft. Vielen Dank an unseren Guru MC. Es wird spannend, wie im Film. Ja, der Film könnte sich aber vielleicht noch 2 Jahre hinziehen, ne? Möchte ich jetzt auch nicht abstreiten. Also es gibt genug Hinweise, dass es vielleicht doch noch länger dauert, aber ist es eben so, ne? Dafür haben wir ja andere Coins zum Beispiel oder Token, womit wir dann erstmal unseren Spaß haben. UK, abonniert zum 8. Mal schon. Dankeschön. QFox, für was braucht man eigentlich noch den Hardware-Ledger? Wenn alles ja über den Live-Ledger-App läuft, also da braucht man den Ledger ja nicht. Doch, den brauchst du natürlich, weil wenn du vom Ledger Ledger Live was transferieren willst, brauchst du natürlich das Hardware-Wallet, den Ledger, um das zu bestätigen. Ohne das wird nichts ausgeführt. Genauso auch, wenn du kaufen willst oder wenn du Coins umtauschen willst. Du musst immer das Hardware-Wallet, also den Nano-Ledger haben, weil du musst das immer nochmal separat bei dir zu Hause dann bestätigen. Das geht nicht automatisch bei Ledger Live. Du musst es so sehen, Ledger Live zeigt dir einfach nur, was du eben halt auf deinem Hardware-Wallet oder eben halt hast. Und alles, was du damit machen möchtest, musst du bestätigen auf dem Nano-Ledger. SingleRare, die SSC wurde in den letzten Monaten so oft in den Popo getreten. Die beiden Parteien haben sich schon lange geeinigt. Ganz ehrlich, SingleRare, davon gehe ich auch aus. Weil es ist schon, und die Berufung mussten sie einfach reinreichen, weil sie zeigen wollten, hey, Moment, ne, wir sind die SSC, wir können ja nicht kampflos aufgeben, ne, showmäßig. Ich gehe auch ganz stark davon aus, sie sind zu ruhig geworden. Überlegt mal, wie waren die letzten 2 Jahre? Da gab es ja täglich von der SSC Geballer gegen Ripple. Und jetzt auf einmal so ruhig, das ist nicht normal. Clemens, was hast du denn Schönes? EU-Chefin, ach du Schande, wenn ich das schon lese. Bum bum Uschi, jawohl, bum bum Uschi. EU-Chefin sagt, Bürger, die digitale Wi-Fi-IDs ablehnen, werden aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Ach du Schande, ja, das wird mich nicht stören. Die Gesellschaft finde ich sowieso nicht so prickelnd in der EU. Tut mir leid, dass ich so sagen muss. Bürger der Europäischen Union, die digitale IDs des Weltwirtschaftsforums ablehnen, werden von der Teilnahme an der Gesellschaft ausgeschlossen. So die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die auf einer G20-Gipfelsitzung mit dem Titel One Future sprach. laut von der Leyen ist unsere gemeinsame Zukunft digital und daher müssen globale Einheiten Grenzen ziehen und Vorschriften durchsetzen. Alarmierend ist, dass von der Leyen die Schritte der EU in Richtung einer von WEF entwickelten blockweiten digitalen Identitäts-App lobte, die in der Lage ist, die persönlichen Daten eines Bürgers zu speichern, einschließlich Finanzinformationen und Kreditkarten, Führerschein, Passdaten und Krankenakten, einschließlich des Impfstatus. Ach ja, das ist wichtig, der Impfstatus. Von der Leyen setzt sich für das Konzept einer digitalen öffentlichen Infrastruktur ein, ähnlich dem Corona-Pass-System, einem System, das die EU als Reaktion auf die Jagu-Pandemie hatten. Viele von ihnen sind mit dem digitalen, ach komm, nee, komm, Covid missbrauchen wir nicht. Diese Entwicklung geben Anlass zur Sorge für Einzelpersonen und Nationen, die freie Meinungsäußerung von Privatsphäre sehr schätzen. Ja, gibt es nicht mehr dann.
Die von der Leyen ging in ihrer Position als EU-Kommissionspräsidentin auch auf KI und digitale Landschaft ein. Sie räumte die potenzielle Gefahren ein, lobte aber auch die Chancen, die mit der Weiterentwicklung der KI-Technologie verbunden sind, und betonte, wie wichtig es sei, die Technologie zu nutzen. Heute möchte ich mich auf KI und digitale Infrastruktur konzentrieren. Wie bereits beschrieben, birgt KI Risiken. Ja, sehe ich eigentlich auch. Es kommt darauf an, in welchem Bereich. Bietet aber auch enorme Chancen. Die entscheidende Frage ist, wie man eine sich schnell veränderte Technologie nutzen kann. In der EU haben wir 2020 das erste Gesetz zur künstlichen Intelligenz vorgelegt. Wir wollen Innovationen ermöglichen und gleichzeitig Vertrauen schaffen. Aber wir brauchen mehr, was die Welt jetzt tut, wird unsere Zukunft prägen. Ich glaube, dass Europa und seine Partner einen neuen globalen Rahmen für KI-Risiken entwickeln sollten, sagt von der Leyen. Okay. Bum, bum, Uschi ist wieder am Gange. Okay. Na gut, lassen wir das. Quiz für Krypto. Schade, ey. Schön, dass deine Kamera wieder funktioniert. Oh, kann man so oder so sehen. Ne? Weiß ich jetzt nicht, ob das schön ist. Cofox, hab auch die 0,007 XRP bekommen. Muss ich mir Sorgen machen? Nein, einfach nicht beachten. Freu dich, dass du so viele XRPs bekommen hast und fertig. Mehr nicht. Du kannst es auch so sehen, das ist zum Beispiel eine Transaktion, wenn du ein bisschen Glück hast, für dich umsonst, weil die werden abgezogen. Ne? Also so dann die Transportgebühren, die man dir geschenkt hat einmal. Chris for Crypto, was ebenfalls interessant ist, dass noch nie ein Urteil von Richterin Torres in einer Berufung berechtigt worden ist, sondern immer standgehalten hat. Ja, man muss auch mal bedenken, mit welchen Begründungen, ne? Hatten wir ja auch schon gehabt, welche Begründungen dahinter stecken, warum die SEC eine Berufung gemacht hat, wo ich sich eigentlich jeder in den Kopf fassen muss und sagen müsste, Alter, ist das echt euer Ernst? Deswegen, also, das wird nicht stattgegeben, keine Panik. Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Dann, ganz ehrlich, wenn Taurus das stattgeben würde, dann ist sie gekauft. Dolby Daddy, Servus MC und alle wartenden XRP-Millionäre. Graf Olaf, grüß dich. XRP Heiko, der renommierte Anwalt und überzeugte XRP-Befürworter John E. Dee hat die Krypto-Community mit seinem neuesten Tweet in Aufruhr versetzt. Ja, diese drei Punkte da. So wie es scheint, liefert der Tweet von Dee drei potenzielle Hinweise darauf, worum es in seiner geplanten Ankündigung gehen könnte. Um was geht es da? Ich möchte da gar nicht drauf eingehen, weil das sind ja einfach nur Spekulationspunkte, ne? Also hätte er jetzt gesagt, es geht irgendwie jetzt um den Bereich. Dann würde ich sagen, okay, das kann man bringen, das können wir uns durchgucken. Aber jetzt diesen Schwachsinn mit diesen drei Punkten, ganz ehrlich, das ist höchste Spekulation und es könnte was ganz anderes rauskommen. Deswegen sage ich ja, warten wir einfach ab. Kuvox 0. Zweimal gefragt, dachte, wird es nicht sehen. Hallo, ich sehe alles. Single John E. Dee nervt nur noch. Richtig, Dankeschön. Was glaubt ihr, warum ich eigentlich in den letzten anderthalb Jahren kaum was von ihm gebracht habe? Maras XRP, hallo Babo. Andy Punkt, erklär mir doch mal bitte, wie man schon bevor du live gehst, in den Chat schreiben kann. Puh, das wüsste ich eigentlich auch gern. Habe ich mir eigentlich noch nie ge gefragt. Musst du mal die Leute hier fragen. Also, wenn ihr das wisst, sagt Andy Punkt mal Bescheid. Johannes, guten Abend miteinander. Auf einen gemütlichen Abend bis um 23 Uhr, um zu hören, was da so Wichtiges rauskommt. PSMC, man sieht an deinem Hals auf deiner rechten Seite noch den Träger vom Bikini-Oberteil. Hast es doch noch nicht abbekommen. Doch, den Schlüpper, den habe ich schon abbekommen. Den Stringtanker, weil ich wollte den Qualm bis noch nicht zeigen. Ne? Deswegen, also, ja, das Oberteil, das muss ich mich erstmal ein bisschen, ne, einsetzen hier, richtig Passform annehmen. Tribun, guten Abend an alle. Sanremo, du musstest sehen, wo die Reise hingeht. Ja, ist ja auch traumhaft, ne? Auch vielen Dank, aber ganz ehrlich, du bist da am Malochen auf der Arbeit, ne? Bist da gerade am Knüppeln, da kommt eine Nachricht, du denkst so, oh, scheiße, vielleicht Kind, ne? Machst da auf und dann siehst du diese Bilder und dann denkst du dir, oh, du Arsch.
UKMC bei der Weltkugel. Das Transaktion von GBUK gehen ist doch erst seit letzten ein, zwei Wochen, oder? Richtig. Ist erst seit 2 Wochen. Und du siehst, UK macht mit. Sanremo, doch geht auch mobil. Okay, Qualmes MC, wir brauchen nur unseren Kurs. Dann geht's ab zu Remo. Schau, was du tun kannst, eventuell. Geht's dann ja schneller und nicht die alte Leier. Geduldet euch noch ein bisschen, etc. Remo opfert sich sicher gerne und sendet dir täglich Bilder von. Ach, eingreifen jetzt auch noch da. Ja, nee, ist klar. Ich gerne und sende dir täglich Bilder von da. Ja, ich sag auch nicht Geduld. Lasst uns erstmal Party machen am 29. Dann sehen wir Ende Oktober, wenn wir alle nüchtern sind. Kufox, wer will was kündigen? Der Anwalt John E. Dee hat eine große Ankündigung vor ein paar Tagen rausgehauen für heute 23 Uhr. Da will er was ganz, ganz Großes ankündigen. Kein Plan, was es ist mir auch Latte von dem. Jojo, hallo, heute ist Freitag. Machst du Party? Nee. Ich mache eigentlich schon seit über 2 Jahren keine Party mehr. Aus dem einfachen Grund, der ganze Mist, der da vor 2 Jahren so ablief, hat mich eigentlich, ja. Wie soll ich sagen? Ich habe einfach gar keinen Bock im Moment, irgendwie groß Party zu machen, deswegen, ne? Das hat mir wirklich so die letzte Laune erstmal weggenommen. XRP Heiko, Ripple und XRP brechen historischen Rekord. Zukunftsmarkt mit 82 Millionen Ledger und 12,8 Millionen Dollar Umsatz explodiert. Der XRP Ledger von Ripple erreicht die unglaubliche Zahl von 82 Millionen geschlossenen Ledgern und verzeichnet eine enorme NFT-Aktivität. Die neue Funktion der XRP Ledger XLS 20 ebnet den Weg für native, nicht fungible Token. Die Rationalisierung von Transaktionen und die Abwicklung automatisierter Lizenzgebühren. Wieso XLS 20 sind wir nicht schon bei XLS 30? Weil man muss ja erstmal Stück für Stück die Puzzleteile zusammenfügen. Und wenn die dann zusammengefügt sind, dann wirst du sehen, was da kommt. Ja? Du kannst ja auch schlecht ein Auto anfangen mit dem Motor zu bauen, obwohl du nicht weißt, wie die Karosserie und alles ist, oder? Single Bay, also Geniamich, Sanremo, Geniamich, Kufox, welches ist wahrscheinlicher, dass XRP noch steigt oder auch mal runtergeht? Wenn ja, warum? Wollte nachkaufen, aber günstiger. Das kann dir keiner sagen, ob XRP jetzt nochmal steigt oder ob er runtergeht. Das hängt jetzt alles von der Marktsituation ab. Natürlich, wenn eine Bombennachricht kommen sollte, jetzt am 29., wo sie in New York feiern, klar, dann wird gepumpt. Wäre jetzt schon November und die Swell steht kurz vor der Tür, ne, eine Woche vorher, klar, dann wird gepumpt. Sowas fast immer. Aber das ist nicht nachhaltig und es könnte dann nochmal runtergehen, natürlich. UK, ich denke, John E. Dee muss um 23 Uhr Toi und was Großes verrichten. Könnte auch sein. Aber ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum man um den Kerl immer so ein Theater macht. Ne? Das, was er sagt im Prozess oder bei XRP und Ripple, muss man da ganz klipp und klar sehen. Er verdient daran Geld. Er ist voreingenommen. Was soll mich dieser Mann dann noch groß interessieren? Ne? Sein großes Glück war, dass er in den Prozess mit reingekommen ist. Dass er sich so Mühe gegeben hat, weil damit hat er Schweinekohle verdient. Leonora, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich im November auf Teilzeit umsteigen kann? Es kommt ja darauf an, was für einen Kurs du dafür brauchst, ne? Ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, von wegen, oh ja, im November, da bist du locker auf Teilzeit. Es kommt ja immer darauf an, was für einen Kurs du brauchst, dass du sagen kannst, okay, wenn ich einen Teil oder alles verkaufe, das, was ich dann habe, das würde reichen, dass ich dann auf Teilzeit arbeite. Qualmes, schick deinen Partnern halbtags von 6 bis 6, dann ist sie sehr groß.
Und du weißt ja auch nie, ob Leonora vielleicht Single ist, ne? Qualm ist. Sein Blitz, Eichmipä hält dich seit 3 Wochen stabil, das gefällt mir. Hält sich. Ja, und plus es steigt immer wieder, ne? Musst immer so sehen. Es steigt, dann bleibt es stabil halbwegs und dann steigt es wieder, ne? Also im Moment, dieser kleine Schmutzfink, der geht wirklich gut ab. Qualm ist, kannst du halbtags gehen? Also, okay. Gufox, dann steigt doch safe der Preis wieder auf 70, 80 oder nett? Hoffe nicht. Ja, könnte passieren, ne? Aber du hast ja gesehen, was das letzte Mal passiert ist. Also, wie gesagt, solange die Verwendung nicht ist, vergiss den Quatsch immer. Gufox, also, wenn die sagen, SSC etc. vorbei, ja, drücke ich auch was. Vielleicht sogar auf den 1 Dollar, dass sie das schaffen würden. Ne? Würde ich nicht jetzt von 50 Cent auf 1 Dollar, könnte vielleicht hinkommen. Aber wie gesagt, Speedy, MC, ich muss mein Decent Wallet mit dem Handy verbinden. Mit Kabel, dann neues Update machen. Was fehlt denn an deinem Decent Wallet? Das Framework? Pass auf. Decent. Das habe ich nämlich am Anfang auch gedacht. Ich habe nämlich, ich gebe es ja auch zu, ich habe eine ganze doofe Stunde gebraucht, bis ich das hingekriegt habe. Bis ich auf die Homepage gegangen bin und einfach mal gescrollt habe und geguckt habe. Oh, Firmware-Update kannst du hier machen. Das heißt, du musst dein Decent Wallet an den Rechner koppeln. Du musst, ich glaube, die App auf dem Handy auch aufhaben. Oder ich habe es wenigstens gehabt. Und dann klickst du einfach da drauf. Und dann klickst du auf Update. Firmware can be update only on PC with Google Chrome Browser. Also ich habe es über Opera gemacht, hat auch funktioniert. Und dann musst du einfach nur da drauf drücken. Und dann so. Hätte ich jetzt mein Decent Wallet dran, würde natürlich noch was anderes da stehen, ne? So. Dann musst du noch den Download Bridge dir runterladen. Musst du nur runterladen, mehr nicht. Und dann musst du nochmal reingehen. Ne, mit Firmware. Also musst du dann nochmal. Gehen wir nochmal zurück. Dann musst du nochmal darauf klicken und dann geht das alles automatisch. Kann aber auch so bis zu 10 Minuten dauern und die sagen dir auch von wegen, ja, behalten Sie bitte Ihre 24 Passwörter, ne, parat. Das ist nur eine Absicherung. Das heißt nicht von wegen, es geht alles in die Hose und du musst es nochmal neu einrichten. XRP Heiko, Bitcoin, BSC, wird mit Buy, Stake, Earn. Über 3 Millionen US-Dollar wurden schon im Pre-Sell mit BTC, BSC investiert. Fast die Hälfte der Investoren sperrten ihre Token direkt im Staking. Ja, aber ob das was bringt, weiß ich nicht. Ne? Also, so Pre-Sell-Mist kriege ich auch immer wieder Angebote, aber habe ich noch nie gemacht. Ja, doch, habe ich schon mal gemacht, aber die sind voll in die Hose gegangen. Deswegen, ich halte mich davon fern. Kufox, nee, mein XRP, nicht Schmutz. Er ist zwar shit, aber ja. Wir müssen ihn noch ein bisschen putzen, damit er schön rauskommt aus der Masse, wenn es losgeht. Leonora, ich liebe diese Ironie, die du immer über XRP machst. Hallo, das ist die Wahrheit. Das ist der größte Dreck. Aber der geilste Coin. Empower MC, könnte es auch sein, dass im November beim Start die sich denken, scheiß drauf, lass starten und komplett umswitchen, weil sie ja schon jahrelang getestet haben? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ganz ehrlich, habt nicht solche bösen Gedanken. Lasst es einfach, wartet einfach ab. Es gibt genug Schmutz im Netz über XRP, über Ripple, Brad Garlinghaus und David Schwarz. XRP Heiko, immer diese XRP, dümpelt nur rum, das Teil. Daher werde ich mal was zu Shiba posten. XRP Heiko, oh, die aufstrebende Shibarium-Plattform schafft's
mit beachtlichen 3 Millionen Transaktionen und 1,2 Millionen Wallet-Adressen einen fruchtbaren Boden für einen potenziellen Shiba Inu Preis-Rally. Der unerschütterliche Rückhalt der Community, angeführt von Marktexperten wie Lucy, nähert die optimistische Aussicht auch für Shiba und verkörpert den gemeinsamen Glauben an das Potenzial des Vermögenswertes, eine bedeutende Hause zu starten. Ich sag's mal so: Wartet auf den Bullenmarkt mit Shiba. Da werdet ihr wahrscheinlich auch nicht enttäuscht sein. Wie hoch der gehen wird, naja, gut, ne? Ein Cent nicht. Startrampe, die neueste Umstrukturierung bei uns im Krankenhaus lassen mich auf baldige zweistellige Kurse hoffen, obwohl ich die nächsten Monate keine Explosion erwarte. Ah, so gut die Umstrukturierung bei dir im Krankenhaus, ja? Alter, ja. Krankenhäuser sind im Moment auch hier bei uns in Bremen, ist eine Katastrophe. Andy Punkt, habe heute alle meine Quant über Ledger umgetauscht zu XRP und XLM. Nun warte ich mal ab. Warum hast du das denn gemacht? Glaubst du an Quant nicht mehr? Quant ist doch das Ding, sagen viele. 13777. Hallo MC und Gemeinde, wünsche einen guten Start ins Wochenende. Wünschen wir dir natürlich auch. Kannst du das Video von Crypto Family? Er hat da mal eine interessante Rechnung aufgemacht. Sehenswert. Ach, du meinst, wie der Kurs dann hochgeht? Das bringt mir hier beispielsweise nichts, weil ich so keinen Ton habe an dieser Position, wo ich am Rechner bin. Und noch dazu, wenn ich irgendwelche Videos abspiele, könnte ich Probleme kriegen mit rechtlichen Dingen. Und da ich ja schon leicht, ich habe den Gedanken, dass ich schon leicht und bei YouTube unter Beobachtung stehe, würde mich also nicht wundern, wenn ich im Dezember wieder Bye-bye sagen darf. XRP-Eiko, geh nicht an mich. Endipunkt, das war ein Fehler. Quant ist doch so toll. Sie ist Stammtisch mit MC. Ja, siehste, sage ich ja auch. Ne? Quant ist die aller Heilung der Blockchain-Welt. Singlebear, was will man mehr? Zu hören, dass sich beide Parteien geeinigt haben, da interessiert mich die Swell 0 im November. Ach, mich schon, ne? Weil ich hoffe jetzt mal nicht, dass es wie die letzte ist. Die war nämlich grottenschlecht in meinen Augen für mich. Ich hoffe, die wird so wie die davor alle waren. Und da wird natürlich von der Entwicklung und Technologie von Ripple natürlich sehr viel preisgegeben, immer. Außer bei der letzten, die war wirklich so. Oh, Swell ist okay. Ja, also die war wirklich schlecht. Da habe ich mich auch ein bisschen sehr aufgeregt letztes Jahr. Deswegen, mich interessiert die Swell mehr als die blöde Party in New York jetzt. Only XRP. Allein meine XRP-Käufe habe ich durch Ledger getätigt. Die Kaufbelege sind von BitHomp. Okay. Kufox, nein, sag sowas nicht im C. Limits, gestern MCs KI-Stimme und heute MC als physikalische KI vor uns. Er sieht 1:1 wie MC aus. Aber bin ich das auch? In Wahrheit trage ich lange, blonde, lockige Haare. Kufox, es soll Dezember schon platzen. Wie gesagt, es könnte passieren. Singlebear, letztes Jahr kam von Ripple auch nichts bei von der Swell. Ja, letztes Jahr war auch wirklich die beschissenste Swell, muss ich ganz ehrlich sagen, die ich je erlebt habe. Aber ich sehe gerade das Bild, was ihr da seht von mir, das ist grottenschlecht, weil das immer so ein bisschen. Ach, naja, gut, lassen wir das einfach mal heute durchgehen. Bin ja auch kein Profi, ne? Ich bin ja nur Amateur. Qualmes, ich habe mal probiert und dann kam was mit Anmelden. Dann abgebrochen, gibt aber sich scheinbar verschiedene Anbieter. Daher könnte es auch unterschiedlich mit der Anmeldung oder halt auch nicht anmelden sein. Beide Direktkauf. Direktkauf. Es kommt ja auch darauf an, mit was du bezahlst, ne? Gibt ja verschiedene Bezahlmethoden ja auch. Kufol, das so stimmt. Ich will nicht 2 Jahre noch warten. Verdammt nochmal, du bist seit letztem Jahr, glaube ich, erst dabei, ne?
Ich warte seit 6 Jahren. Viele warten hier schon seit 4, 5 Jahren. Und dann kommst du und sagst, ich will nicht mehr 2 Jahre warten. Du sitzt bei uns mit im Boot. Wenn 2 Jahre dauert, dann dauert es noch 2 Jahre. Dann wirst du auch 2 Jahre noch warten. So. Ohne XRP, mega entspannt. Du kaufst zum Beispiel bei Ramp, ein Anbieter von Ledger. Dann bestätigst du mit deine E-Mail, gehst dann in dein Online-Banking und schließt den Kauf mit Echtzeit ab. Und 2 Minuten später habe ich meine XRPs auf den Ledger-Konto. Oh, okay. Wird nur interessant sein, ob das auch funktioniert, wenn die MiCA-Vorschriften durch sind. Das würde mich auch interessieren, ob das dann immer noch geht. Motec, hi MC, was gibt es denn für Anzeichen, dass es doch noch länger dauern könnte? Naja, du siehst ja, ne? XRP ist ja jetzt reguliert. Es ist kein Wertpapier und sie starten nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass noch irgendwie zwei Systeme fehlen. Die müssen erst auf den XRP-Ledger integriert werden. Das ist natürlich der Market Maker, obwohl ich sage, der wird ja mehr für den CBDC-Bereich verwendet, aber der könnte natürlich auch, weil der natürlich Liquiditätspools daran sich bedient, leider wohl wahrscheinlich auch für die Fiat-Transaktion gebraucht werden. Und was ich auch ganz stark sehe, ist natürlich der Smart Contract-Bereich, der müsste jetzt auch erstmal drauf, damit das auch alles dann gestartet werden kann. Wahrscheinlich sind diese beiden noch Systeme, die noch eben halt drauf müssen. QFox, bist du überhaupt noch davon überzeugt, dass es November, Dezember 300 steigt? Überzeugt ja, aber das werden wir erst Ende Oktober sehen, ob das wirklich vielleicht eintreffen könnte. Nicht jetzt kurstechnisch, sondern vielleicht von den ein oder anderen News, die dann kommen könnten. Sanremo, sobald ich meine Finca Arche Noah habe, können Sie mich ruhig ausschließen. XRP Heiko, ja genau, die Tusse mit ihren 6 Kindern. Ich reg mich nur auf. Hör auf, MC. Warum? Also, die hat einen guten Job gemacht. Als, ja. Ja, keine Panik, die wird ja auch schon verklagt. Andy, nicht in ihr mich. Papi spielt, Hallöchen zusammen. Und alles Liebe aus den Geburtstagsvorbereitungen. Unser Kleinste wird morgen 2. Ach du Schande, hast du volle Hütte, ey? Als Kuchen backen. Oh, Topf schlagen kannst du auch schon. Auch falls die Kinder das mit 2 noch machen. Also bei mir hat meine Tochter mich doof angeguckt damals. Bisschen traurig sind wir schon. Sie werden doch so schnell groß. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Nicht mehr lange, dann haben wir 2025. Ganz ehrlich, ich freue mich eigentlich, dass mein Kind so schnell groß und alt wird. Ja gut, was heißt alt, ne? Aber umso selbstständiger werden sie, man ist weniger der Sklave, später ist man nur noch der Sklave von wegen, Papa, ich brauche Geld, ja, hier hast du. Ne? Aber keine Windeln mehr, nicht extra mit den Gassi gehen. Ne? Solche Dinge fallen eben halt langsam weg. Aber trotzdem natürlich herzlichen Glückwunsch schon im Voraus mit deiner Kleinste, ne? Geile Sache eigentlich. 2 Jahre. Kim Beam, guten Abend. Ist nun natürlich sehr selektiv, aber wenn man sich den Kurs von XRP seit Mitte März anschaut, circa ein halbes Jahr, sieht man eine durchgängige steigende Tendenz. Ab und zu zuckelt es hoch und runter, aber in der Tendenz, wie mit dem Lineal gezogen von 0,3 auf 4,8, grob 50% Wachstum seitdem. Also ich finde, das ist doch gar nicht so schlecht. Kann man sich echt nicht beschweren, zumindest als Neueinsteiger. Nee, das stimmt, da gebe ich dir auch recht. Können wir hier uns auch mal angucken. Ja, darauf gehen. XRP. Ah, nehmen wir mal 90 Tage. Ja, 90 Tage ist ein bisschen schlecht. Aber nichtsdestotrotz, ihr seht, er ist von 0,469 mal eben hochgesprungen. Das war ja der Zeitraum, wo, hey, XRP ist kein Wertpapier mehr. Dann ist natürlich wieder runtergegangen, weil nichts mehr passiert ist. Und seitdem, ja,
12,9 ist wieder eine schöne Aufwärtstendenz eher da. Es war leicht, aber trotzdem. Ne? Und wenn man bedenkt, wenn man da unten irgendwo eingekauft hat, in diesem ganzen kleinen Schmodderbereich, ist man eigentlich noch gut da. Ne? Und wenn wir davon bedenken, dass wir sie ja sowieso sagen, oder ich ja immer sage, dass der Kurs natürlich einen sehr hohen Stellenwert haben kann. Gott, selbst wenn ihr jetzt bei 50 Cent kauft, ne, oder bei 52, 51 Cent, was wir da haben, rasselt da um 30, 40% runter auf 30 Cent wieder nochmal. Ne? Ganz ehrlich, wenn das nur ansatzweise so kommt, wie ich es mir vorstelle und wie ich euch ja schon jahrelang gesagt habe. Was jucken mich dann 20, 30% Minus meines Portfolios bei XRP dann? Startrampe, ich bin nur alt und kein Opa. Okay. Alt sind wir alle. Wer in der Kryptowelt 2, 3 Jahre ist, der ist alt. Spielt keine Rolle, wie was auf deinem Papier steht, ne, auf deinem Ausweis, du bist dann alt. Keine Panik, die Kryptowelt macht dich alt. Single-Wear, Dubai hatte die letzten 40 bis 50 Jahre nur Öl. Irgendwann ist Öl nicht mehr da. Deswegen geben sie so viel Geld aus für Tourismus aus. Ja, die sind nicht doof, ne? Die haben selbst ja mitgekriegt von wegen, oh, unsere Ölreserven werden vielleicht so und so viele Jahre noch reichen. Wir müssen uns eine neue Einnahmequelle machen, ne? Da sieht man, wie intelligent die sind und die ruhen sich nicht drauf aus. MC, du bist der Beste. Ein gutes Glas Rotwein vor der Toskana und Japaner essen. MC schauen, mehr brauche ich nicht. Besser als XRP bei 1000 Dollar. Ich werde dich daran erinnern. Rallycoin, oh wow, die Kugel geht heute heftig ab. Ja, ein bisschen Bewegung, ne? Endipunkt. Kinders, hab morgen Frühschicht und muss ins Bett. Ich wünsche euch weiterhin einen wunderschönen Abend. Wünsche ich dir auch und ich wünsche dir viel Spaß. Leider muss ich das sagen, ja, auf der Arbeit morgen. Qualmes, einfach MC anklicken, dann unter dem Bildschirm, wo MC auf Twitch erscheint, nochmal auf MC XRP klicken. Und schon bist drin im Stream. So schreiben fehlt halt nur MC, wo redet. Könnt ihr auch mal eine Stunde ruhig bleiben, einfach hier sitzen. Ja, das halte ich nicht aus. Single bei MC, bin auch immer 3, 4 Minuten später hier, wie die ersten geschrieben haben. Die Frage ist berechtigt. Natürlich, ist ja auch okay, habe ich auch kein Problem mit. Kofox, Geduld, Geduld, Geduld. Ja, sicher. Qualmes, wenn MC schon den neuen Stream angelegt hat, schreibt ihr im aktuellen Stream. Ansonsten schreibt man im Stream von gestern. Ach so, da muss ich aufpassen mit. Weltglück, ist dir die alte Hintergrundleinwand zu langweilig geworden? Goldbahn, was weißt du Neues? Nein, ich verändere doch einfach nur mal hin und wieder das Bild, damit ihr nicht immer auf den gleichen Schmutz gucken müsst. Ne? Ich meine, gut, der Typ da drauf, den müsste man auch mal auswechseln, aber ich will es ja nicht so machen wie andere. Ne? Eine hübsche Freundin hier hinsetzen und die plappert alles nach, was ich ihr ins Ohr übers Mikro dann sagen werde. Ne? Das ist auch eine geile Methode. Qualmes, OMC, nicht mehr Geduld. Es ist noch Zeit. Nur langsam, etc. Die Bilder von Remo schmerzen, wenn du arbeitest. Oder ist doch mehr Hoffnung? Wissen auf Ende Oktober? Ich weiß es nicht. Da müssen wir gucken. Ich habe erst. Nee, heute, scheiße, heute um 3 Uhr habe ich auf meinen Wecker gestellt. Da habe ich erstmal noch ein Zoom-Meeting mit Asien. Mal gucken, wie es ihm geht. Oh, was war das denn? Nicht weg. Qualmes, dann noch die Bikini-Streifen zu sehen bei dir. Wie Johannes sagte, was ist da los, MC? Ja, ich muss doch schon mal passend hier und da mal was probieren, ne? Anziehen. Du weißt doch, wir beide am Strand, das wird richtig rattenscharf, mein Mäuschen. Qualmes, fragt doch Remo selbst, Kufox. Also, XRP, Abitur One.
Das CCIP-Netzwerk von Chainlink integriert. Das Protokoll soll die Interoperabilität der Layer-2-Lösung verbessern. Entwickler und Anwendungen von Arbitrum haben jetzt Zugang zum CCIP-Netzwerk, das eine sichere, zuverlässige und einfache zu verwendbare Lösung für Entwickler bietet. Laut Arbitrum erhalten Entwickler nun die Möglichkeit, ihre eigene blockchain-übergreifenden D-Apps und Verwendung von Arbitari Messaging zu erstellen. Ja. Sanremo, geht ihr mich? Papi Spiel. So, ein kleiner Goldbahn um vorzeigen wäre ja irgendwie geil. Natürlich demütig gemeint. Viele haben bestimmt so ein Ding nie aus der Nähe gesehen, aber es mal in der Hand gehabt. Ich würde sowas auch nicht als Türstopper nehmen. Ach du, ich weiß nicht diesen Hype um Gold immer, ne? Also ich habe schon öfters mal so ein Goldbarren natürlich auch in der Hand gehabt. Ist zwar schön schwer, kann man auch gut werfen, aber wenn du so ein Goldbarren in der Hand hast und der ist dann 12.000 Euro wert, da denkst du dir auch, ja, und was ist daran jetzt 12.000 Euro wert, ne? Du kannst damit ja nichts machen. Das ist ja das Schlimme. Es ist ein Klumpen Stein so gesehen und ja, toll. Und was kann ich jetzt damit machen, außer verkaufen? Olli, hi MC. Habe jetzt auf Drecks NFT auf meinen Ledger. Hab die sofort ausgeblendet, sonst kann man nichts tun. Nein, kannst du nicht. Ledger weigert sich leider Gottes, da was gegen zu tun. Wenn man voll draufklickt, ist das Geld weg. Oder wie lief der Scammer ab? Ich kann es dir nicht sagen. Also ich habe nur darauf geklickt. Es könnte da eine Verbindung gegeben haben mit meinem Hardware-Wallet. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Von daher, ich habe nirgendwo irgendwas eingegeben. Das war das Einzige, wo ich sagen könnte, okay, es ist ja rausgekommen, das ist ja eine neue ja, Betrügermasche. Und Ledger weigert sich natürlich irgendwas dazu zu sagen. Ne? Das ist das Geile. Aber wie gesagt. Einfach nicht beachten, ausblenden, wenn du das kannst und fertig. Das reicht. Singlebär möchte einfach nur noch hören, dass diese Klage zu Ende ist. Dann sind wir auch John Dee endlich los. Dee und Schwarz sind beide Twitter verliebt. Mag das gar nicht. Auch bei Schwarz ist es schon. Schwarz finde ich im Endeffekt witzig, ne? Weil er twittert einfach so einen beschissenen Kassenbon. Und die Leute denken gleich, oh, spätestens morgen ist der Kurs von XRP bei, ich sag mal, $200. Weil auf dem Kassenbon steht $200. Ja, finde ich schon witzig, ne? Wie die Leute immer wieder dann sich so hochhypen. Bei die, ja, ich mag den selber nicht. Habe ich ja schon immer gesagt, James K. Phelan finde ich gut, aber die und wie hieß der andere noch? Oh, mir fällt der Name immer nicht ein. Aber ihr wisst wahrscheinlich, wen ich meine. Das sind zwei, die verdienen mit XRP ihre goldene Nase und deswegen sind die eh voreingenommen und nee, muss ich nicht haben. Qualm ist, wenn sie Single ist, dann muss Leonora auf den Kurs hoffen, den sie braucht. Shit happens. Ja, man kann es doch. Das ist ja auch wieder sexistisch, ne? Bei den Frauen wäre das ja wieder in Ordnung, aber wenn es so um Männer geht, dass wir wieder schuften sollen, damit die Frau bloß nicht so viel arbeiten muss. Das ist doch wieder sexistisch, sowas. Aber darüber redet man ja nicht. Qualm ist, dann musst hoffen, Leonora. Ja, wahrscheinlich. Olli, bei den ganzen Lug und Betrug feiere ich erst, wenn jemals Geld auf mein Konto ist und die Bank sagt herzlichen Glückwunsch zu ihrer Million. Nee, nee, die wird nicht sagen herzlichen Glückwunsch zu ihrer Million. Die wird erstmal sagen, kommen Sie mal bitte vorbei, weil wir sperren Ihr Konto. Und wenn du das dann geklärt hast, ne, wenn du die Kauf- und Verkaufsbelege dahingelegt hast, ja, was wollt ihr eigentlich? Hier ist es, ne, daher kommt alles und lass mich in Ruhe. Dann kommen sie an und sagen, ach, wollen Sie sich nicht mal zu uns setzen? Wir laden Sie jetzt sofort ein. Wir kriegen auch einen schönen Jampus in die Hand gedrückt von uns, ein paar Kekse vielleicht oder möchten Sie mit uns vielleicht essen gehen? Ne? Sowas kommt dann, so ein Schwachsinn. MC, du bist der Beste. Ich kann euch allen sagen, Sie werden XRP künstlich dorthin pushen, dass das System stabil laufen wird und der Preis wird definitiv höher sein als jetzt. Nee, erstmal nicht. Erstmal werden sie es natürlich irgendwie pumpen, aber das werden die Leute machen. Und dann, wenn die Leute natürlich verkaufen, wie blöd, dann werden sie ihn künstlich hochpushen. Das könnte ich mir auch vorstellen.
Olli, dürfen wir Sparbuch für 0,1% anbieten? Das könnte kommen, aber ich glaube nicht bei 0,1% dann. Du kriegst ganz andere dann Prozente. Weltglück, der Kurs von XRP wird langsam steigen, weil er nur mit der Verwendung ansteigen kann. Nee, leider nicht, nicht bei den Kursen da unten, ne? Also erst nach dem Crash und dann erst die Einführung der neuen digitalen Euro und auch weltweit digitale Währung. Das kann dauern, also erst 2026. Nein. Die werden natürlich mit Fiat-Währung schon anfangen. Sie müssen doch gucken, wie das System wirklich in der Praxis auch funktioniert. Rob, Rob, eines verstehe ich nicht ganz. Wenn die Finanzwelt der Banken zukünftig über Ripple Payment abgewickelt werden soll, warum gibt die Weltbank nicht eine Art Weisung heraus, wo die Banken automatisch verpflichtet werden, dieses System anzuwenden? Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass das eine ziemliche Fleckerlteppich wird. Eine Bank verwendet es, die andere Bank nicht. Warum die Weltbank? Der BIS muss es rausgeben. Oh, arbeitet mit Ripple zusammen. Der BIS ist derjenige, der der Chef der Zentralbanken ist. Die Weltbank, ist nicht so hoch angesehen, wie man denkt immer. Die Zentralbanken sind der entscheidende Punkt und genau da hat Ripple seinen Fuß schon lange drin. Startrampe, es wird in ein paar Jahren nicht mehr so viele Banken geben. Nein, es werden natürlich ein paar zum Opfer fallen, aber es werden immer noch genug geben. Weltglück, wie MC immer sagt, Shitcoin forever. Natürlich, alleine ist XRP der größte Shitcoin. Dolde du, spät, aber hallo, alle Verrückten. Grüß dich, Graf Olaf, XRP steigt gerade. Nein. Oh ja, ein bisschen. Ja, warum nicht? Aber du siehst durch Bitcoin. Bitcoin war ein bisschen im Minus und ist hochgekommen, gepusht wieder und zieht XRP mit hoch. Aber ansonsten, oh, es sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Boah, alles gut. Alles gut. Könnte schlimmer sein. Wir kennen es schlimmer. Von daher. Startrampe. Wenn Shiba auf einen Euro geht, sind mir die restlichen Coins und Tokens egal. Wenn der auf einen Euro geht, dann schminke ich sogar Qualmis. Das wird nicht passieren. Selbst ein Cent ist zur jetzigen Situation noch sehr unwahrscheinlich. Johannes, ich bin gemütlich am Zuhören und weiß nicht, was ich fragen soll. Würde auch gerne mal Bilder von Teneriffa von Remo bekommen, um zu träumen. Ah, nee, da setzt du dich in den Flieger, das ist nicht gut. Super Ketti, also all in Quant. Wenn du das System gut findest, warum nicht? Ich schmeiß mich weg. Viel Glück damit. Sorry, dass ich lache. Ne, ist alles gut. Ist ja deine Meinung, ne? Und ich habe die gleiche. Hallo und schöne Grüße an alle XRP und WeChain, Veracity etc. Fans. Kufox. Nein, seit 4, 5 Monaten. Bist 4, 5 Monate dabei und dann sagst du von wegen, nee, 2 Jahre kann ich nicht warten. Okay. Leonore, ich habe im Juli angefangen und das dauert mir schon alles zu lange. Schätzele, 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 habt Geduld. Du sollst ja nicht nachkaufen, ne? Aber was du jetzt so hast an Coins, wenn du keinen Bock hast mehr drauf, ist okay. Lass sie einfach liegen. Und komm im Bullenmarkt wieder und schau dann drauf, was es dir gebracht hat. Im Juli, da hast du ja den Bärenmarkt gar nicht so richtig mitgekriegt. Mann, 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 du hast so ein Glück. Deswegen, bleib entspannt. Bleib wirklich tiefenentspannt. Egal, auch wenn dein Portfolio minus 50, 60% hätte oder hat. Spielt keine Rolle. Du verlierst dein Geld nicht.
Qualm des MC will die Leute nur quälen. Da haben wir es wieder. Nur weil er schon so lange warten muss, hätte sich ja gedulden können mit Kaufen. Fürs Krypto 2 Jahre, kein Problem. Von mir aus auch 3 oder 4. Wäre dann immer noch die beste Rendite, die ich jemals auf mein Geld bekommen habe. Zum Beispiel. Aber dafür haben wir ja zum Beispiel dann auch andere Coins. Falls XRP länger braucht, haben wir ja andere Coins, woran wir uns erfreuen können. Papi spielt. Grüße an alle zurück, die alle hier gegrüßt haben. Nette Community, MC und NTV. Gab es heute einen Bericht, in dem stand, dass fast alle NFTs wertlos sind, die Blase geplatzt und außer einem Hype nichts geblieben ist. Da muss ich leider NTV auch tatsächlich recht geben. Was gab es denn für NFTs? Diesen Schwachsinn mit den Bildern. Ja, damit hat es ja angefangen. Ja, die sind doch wertlos. Ich weiß ja nicht, wer ein C64 noch kennt. Aber damit habe ich früher solche Bilder gemacht. Und dafür haben die Leute viel Geld ausgegeben, weil sie dachten, das ist richtig geil. NFTs werden erst richtig wertvoll werden, natürlich in der digitalen Welt, wenn auch ein Vermögenswert dahinter gepackt wird, sage ich mal. Ne? Wie zum Beispiel, du kriegst den NFT für dein Haus oder dein Eigentum, als dass du der Inhaber bist, mit dem Wert des Hauses oder der Wohnung. Dann wären die wertvoll. Jetzt diesen Schwachsinn mit den Bildern da immer. Natürlich sind die dann wertlos. Da gebe ich NTV recht. Super, Katie, du musst den Kryptomarkt als Marathon sehen. Nimm dir Zeit, es endet ja nicht nach dem nächsten Bullrun. Visier da so rund 2030 mit allem an. Außer XRP natürlich. Ja, aber man sollte im Bullenmarkt vielleicht schon hier und da auch Gewinne mal mitnehmen. Ne? Wenn die steuerfrei sind, warum nicht? Johannes, ich will auch nicht mehr warten. Sind jetzt schon über 20 Monate, wo ich warte. Nun ist genug. Lasst uns gemeinsam den Schalter umlegen. Wenn du ihn findest, sag mir Bescheid, ich helfe dir beim Runterdrücken. Embo, hoffentlich wird November keine fette Enttäuschung. Meistens wird es immer eine Enttäuschung. Weißt du doch. Levi, 2 Jahre warten wäre Traum, könnte jeden Monat ein XRP dazu bringen. Ja, ne? Ach, man muss es immer positiv sehen. Ne? Und solange man noch andere Coins mit im Rennen hat, solange XRP nicht in der Verwendung ist, ja mein Gott, dann erfreut man sich an den anderen Coins. Ne? Wo ist das Problem? Ich sehe kein Problem. Selbst Jungs und Mädels, ich bin seit 2017 dabei. Selbst wenn das noch bis 2025/2026 dauert, dann ist das so. Aber ich habe andere Münzen, wo ich dann sage, okay, dann verkaufe ich die, mache ich auch ein bisschen Geld, was soll's. Kuforks, wegen XRP, bald schon 50. Speedy, danke MC. Dani, ich hoffe, ich habe dir geholfen. Mich hat das eine ganze Stunde gedauert und ich bin ausgeflippt dabei, um das Update zu machen da. Ich habe sogar auf YouTube Videos mir angeguckt und gesagt, hey, hä? Funktioniert doch nicht. Eingreifen erforderlich. Ja, nee, ist klar. Deswegen, also, probier das mal einfach aus. Jojo, das Problem mit Papa, ich brauche mal Geld, hatte sich nach 2025 ja dann sowieso erledigt. Nee, 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 so einfach geht das bei mir nicht. Da muss schon was gemacht werden, ne? Zur Not, ja, hier, komm, nimm Staubsauger, Spülmaschine ausräumen, was weiß ich. Da muss was gemacht werden, so einfach geht das bei mir nicht. Habe ich auch nicht zu Hause gehabt. Speedy, MC Nordzypern soll es schön sein. Infrastruktur auch gut, noch nicht so teuer. Also ich war ja schon vor, ja gut, das sind auch schon 20 Jahre her, da war ich auf Zypern und wie gesagt, da mit Harz haben sie die größte, geilste Werbung immer gemacht, von wegen die saubersten Strände des Mittelmeers. Konnte mich überzeugen, dass das gelogen war.
Singleman, habe meinen ersten Bitcoin Dezember 2020 gekauft bei 30.000 Dollar und bei 60.000 verkauft. Boah, gut. Dolde du, wo siehst du mehr Potenzial? Alchemy Pay oder VeChain? Ich gehe von bei beiden aus, dass sie auf 1 Dollar gehen könnten. Minimumziel ist bei beiden für mich 50 Cent. Von daher, ich kann es dir nicht sagen. Aber ich kaufe im Moment viel Alchemy Pay oder ein bisschen, wie man ja gesehen hat am Anfang des Videos. Weil ich ja mal gesagt habe, von wegen, ich kaufe jetzt erstmal nur VeChain, nicht Alchemy Pay, VeChain. Deswegen habe ich euch auch gezeigt, dass ich es tatsächlich tue. Weil viele reden immer nur, aber du weißt nie, ob sie es wirklich machen. Ne? Weltglück. Geduld ist eine Tugend. Wer die nicht hat, ist auch nicht dazu berechtigt, Millionär zu werden und zu halten. Ja, das ist auch wieder ein bisschen falsch, ne? Weil klar, in der Kryptowelt ist einer der wichtigsten Dinge, du musst wirklich einfach Geduld haben. Es ist einfach Fakt. Egal wie dein Portfolio aussieht, egal wie wertvoll es jetzt ist, wie es vor 3 Monaten war, das spielt alles jetzt keine Rolle. Du wirst sehen, es spielt erst eine Rolle, wenn es natürlich im Bullenmarkt losgeht. Dann wirst du sehen, was dein Portfolio, wenn der Bullenmarkt volle Pulle läuft, wie viel es wert hat, und du bist sicherlich nicht mit allen Coins im Minus oder fast mit gar keinem dann. Otto Meko, na mein Bester, zum ersten Mal gechattet. SWK. Okay, geht ein Weltglück sogar. Startrampe, morgen früh muss ich auch um 5 zur Frühschicht. Ach du Schande. Aber ich bleibe noch eine Weile. Wünsche allen Leidensgenossen eine ruhige Schicht morgen. Ja, wünsche ich euch auch. Ich bin froh, dass ich am Wochenende nicht mehr arbeiten muss. Wascha, es könnte der längste Bärenmarkt werden, denn zu viele Investoren verkaufen nicht diese Theorie, glaube ich. Wir brauchen noch mehr Shit News. Alles her damit. Nein. Nein, 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 nein. Es geht maximal bis zum Bitcoin-Halving. Das war's. Guck dir die Statistiken an, die es seit Bitcoin gibt. Die belegen das jedes Mal. Und sie belegen auch, dass es immer noch zum Bitcoin-Halving der Markt schon ein bisschen hoch geht. Gut, einmal war es nur um 11%, aber ist egal, ist hochgegangen. Kimbeam, Ulkik, bei deiner Ansicht sah die XRP-Kurve dann leider nicht ganz so wie im Lineal gezogen. Ja, hatte bei Trade Republic 1 Jahr ausgewählt, da ich anfangs dort zuerst einkaufte. Ja gut, ich habe ja nur ein paar Monate gemacht, ne? Machen wir mal eben Armenia. Gehen wir mal auf 12 Monate. Na gut, sieht auch nicht besser aus. Aber wenn wir dann hier Dezember nehmen oder Januar, ne, dann sieht es eigentlich schon recht Punkt, Punkt und Punkt, ne? Und jetzt natürlich wieder runter, aber gut. Geduld, einfach nur geduldig bleiben. Mehr braucht man nicht. Einfach liegen lassen, ist egal. Scheiß drauf, wenn ihr Bock habt, kauft nach. Guckt mich an, ich kaufe auch nach. Ansonsten, ja, lasst doch einfach liegen, den Schmutz, den ihr habt. Wascha, Singlebär, Wascha, unser Terra Luna King ist da. So, Startrampe, na, da sind wir mal auf den Zoom-Meeting gespannt, MC. Ah, ich muss wahrscheinlich wieder trinken dabei. Leonora, was wird in dem Meeting besprochen? Erzähl uns mal mehr. Wir sind deine Familie. Verheimliche uns nichts. Da wird nicht viel gesprochen, ne? Erstmal reden wir über das Alltägliche natürlich, was so gerade drüben abgeht. Und dann horche ich ein bisschen aus, wenn ich merke, der hat einen gewissen Pegel, dann ist er sehr redselig. Moment, so. Über seinen Job, ne? Wie weit er ist und alles schon. Und ja, dann kommt das ein und andere zustande. Dann gehen wir hin und wieder noch in Asien-Chats rein und gucken uns da noch mal ein bisschen um zusammen und ja, lachen uns auch noch kaputt, aber kriegen wir auch ein bisschen Informationen noch raus und ja, das ist eigentlich alles. Dauert dann so ungefähr 4, 5 Stunden immer. Singleware, 1 Kilo Goldbarren ist aber um die 56.000 Euro wert. Ja, ich habe das hier nur als Beispiel genommen. Die Goldbarren auf dem Bild haben 12 Kilo. Ja, aber ganz ehrlich, dann hast du so ein Kilo Goldbarren, 56.000 Euro in der Hand. Ja, gut. Und was machst du mit den Barren?
Außer dass der, wenn du den irgendwo hinlegst bei dir zu Hause, Staub ansetzt. Ich weiß nicht, mit sowas kann ich nichts anfangen. Es hat für mich nicht keinen Wert im Endeffekt, weil es ist nur ein Klumpen Stein. Klar, ich weiß, man braucht Gold für die Technologie und alles. Es ist mir schon klar. Aber für mich privat zu Hause, damit kann ich nichts anfangen dann. Qualmes, du meinst Hogan, oder? Genau, das ist der andere Anwalt, wo ich denke, alter Schwede, halt den Mund, halt bloß den Mund. Mascha, Leute, kein Stress, wir müssen nichts tun, außer warten. Bin kein Luna Classic King, hab nur die Informationen mit euch geteilt, das war's. Ja. Dafür danke ich dir auch. Sanremo, 12,44 Kilo, um genau zu sein, ein Kilo ist ungefähr sie groß wie ein Smartphone. Okay. Kufox, Twitter, do you believe in Shiba? 0,1 Cent. Ach, du meinst 10 Cent schon? Oh, nein. Also, wenn Shiba irgendwann mal auf einen Cent geht, da verbeuge ich mich sogar. Aber das wird nicht passieren. Dass er natürlich einen höheren Kurs kriegen wird, der wird sicherlich auch sein Allzeithoch, denke ich schon, dass er das erreichen wird, aber oder auch übersteigen wird. Aber 1 Cent wird er nicht erreichen und 10 Cent schon gar nicht. Singleberg, kann Silberbahn auch erst ab 15 Kilo hier in der Schweiz kaufen? Warum sollte es bei Gold anders sein? Ador. Hab auch drei NFTs auf meinen Ledger bekommen. Kann ich die einfach ignorieren oder muss ich was machen? Nein, einfach ignorieren, das reicht. Qualmes, weil Barren bei Silber und Gold da unterschiedliche Gewicht haben, Single. Okay, wir reden hier über die Kryptowelt und ihr kommt mit Goldbarren. Ich muss ein neues Bild machen. Wahrscheinlich, ich liebe Regenwetter. Ist nur Kopfsache. Wenn es zu warm ist, wird man müde. Das kommt drauf an, was man trinkt dabei. Da Trampe, ihr redet von Kilo und ich bin froh, eine Unze zu haben. Levits, Jungs, einfach so wie MC alles machen. Scheißt auf XRP, Quant, XLM und so weiter. Dieser Shitcoin, ich gehe so wie MC all in Shiba. Ich würde niemals sowas mir holen. Es tut mir ja leid, XRP Hypeboy. Es ist nicht bös gemeint, aber wie gesagt, ihr kennt meine Meinung. Hundecoins und ich, das passt einfach nicht. Kufox, ich werde wegen dir XRP verkaufen und in Pepecoin tun, MC. Kannst ja mal 23 fragen, wie es ihm ergangen ist, wenn er wieder da ist. Mit Pepecoin. Ne? Sanremo, dafür schauen die. Achso, ein Unzen und so. Singleberry, liebe Edelmetall. Gut, okay. Daniato, guten Abend. Habe ich was verpasst? Oh, Alchemy Pay hat eine Lizenz in den USA gekriegt. Die ETFs, Bitcoin ETF und Co. könnten sich verschieben, wenn noch der Shutdown kommt in den USA. Ripple Partner Union Bank hat die VESP-Lizenz gekriegt auf den Philippinen. 120 Millionen XRP sind bei BitHomp umgeschichtet worden. Das war's. Mal kurz heute. Sehen wir, Commodore, ich bin 54. Ja, dann gut. Das heißt ja nicht, dass du den kennst, ne? Lundin muss gehen, liebe Leute. Muss morgen wieder arbeiten gehen. Gute Nacht alle. Bis bald wieder. Ja. Kannst ja morgen, 20:20 Uhr bin ich ja wieder live. Aber ich wünsche natürlich viel Spaß morgen auf der Arbeit. Klingt zwar ein bisschen makaber, muss ich ja ganz ehrlich sagen, aber es ist halt so. Singleware, mein erster PC. Cool. Siehst du, du bist 54, ich bin 41. War auch mein erster PC. Mascha, wieso muss man nach einem Hype immer an die Coins hängen bleiben? Pepe, Dodge, Shiba, der Zug ist abgefahren. Um Riesengewinne zu machen, so sehe ich das. Bei Pepe gebe ich dir recht, bei Dodge kommt drauf an, wie Elon Musk den wieder promotet. Da könnte passieren, dass er vielleicht auf 80 Cent oder auf 1 Dollar sogar geht. Das wären auch noch gute, aber das ist Elon Musk abhängig. Ne? Und bei Shiba, ja, die machen schon eine gute Entwicklung. Ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er Allzeithoch oder ein bisschen mehr natürlich erreichen wird. Startrampe, der
Krügerrand ist schon schön anzusehen. Die Silbermap Leaves sind aber auch nicht ver zu verachten. Hab ein paar zu Geburtstagen verschenkt. Alle haben sich gefreut. Olli, sorry der Nachfrage. Nicht entschuldigen. Was genau ist passiert, als du auf den Drecks-NFC geklickt hast? Da ist ein Bild erschienen. Nur das. Haben das viele? Gibt es immer noch keine Erklärung? Du hast doch das nach Italien zu Experten geschickt hast. Ja, und die konnten es mir selbst, die konnten es mir nicht erklären. Die sind sich zwar auch sicher, dass ich der neuen Betrügermasche auf den Rhein gefallen bin, aber die konnten es mir nicht erklären. Und das ist ja das, was mich am meisten ankotzt. Ich kriege keine Antwort dafür. Ich kriege keine Erklärung dafür. Ich habe auch alles an Ledger geschickt, dass sie sich das angucken können und alles. Und von selbst von denen habe ich keine Antwort gekriegt. Ne? Nicht mal von wegen, oh, Dankeschön, wir schauen uns das an oder so. Keine Antwort. Und da muss ich leider sagen, so wie Crypto White das schon gesagt hat, der Service bei Ledger ist nun mal leider schlecht. Weltglück, Commodore und dann Atari, PC, genau damit aufgewachsen. Ich mit Commodore auch. Mit Atari wollte ich nie was zu tun haben. Fand ich doof. Q-Fox. PP ist Schmutz, macht damit Spaß. Aber Shiba Luna Classic könnte, warum auch immer, steigen. Mal sehen, mal sehen. Da bin ich auch von überzeugt. Aber trotzdem, ich würde nicht in Shiba investieren. Ich für oh, gebe mein Geld dafür nicht aus. Johannes, ich habe in den letzten Monaten nicht mehr so viel mit der Pins gearbeitet. Mir fehlt die Kraft und Ausdauer dafür und jetzt habe ich doch tatsächlich schon 3 Tage nicht mehr auf die Post gemusst. Ich muss mich einfach mal wieder mehr als jetzt in den Arsch kneifen. Ich glaube, dass ich mich schon im Unterbewusstsein auf den Kursanstieg Ende Jahr eingestellt. Oh, ich mag nicht mehr. Ich muss Kraft tanken in Teneriffa. Oh, du erhabener MC. Lass den Kurs bitte steigen. Danke. Ja, ich fliege extra rüber für euch und drück mal ein bisschen aufs Knöpfchen. Ne? Nee, mein Freund, beweg dein Hintern. Kümmere dich um deine Pins, kümmere dich um deinen normalen Lebensablauf wieder, dass das vernünftig läuft. Nicht irgendwelche Ausreden so, ich habe keine Kraft, keine Ausdauer. Nix da. Beweg dich. Ne? Es ist wichtig, dass man sich immer, immer wieder bewegt. Ob man will oder nicht. Hoch mit dem Hintern. Olli, hab Risikoverteilung. Ledger, Tangem Wallet, Sync App, MetaMask. Irgendwas bringt ich durch. Okay. Ist MetaMask wenigstens abgesichert mit dem Hardware Wallet oder hast du die nur so auf dem MetaMask drauf? Und dann bist du wirklich so. Ui. Dann würde ich lieber auf einer Börse die lassen als auf MetaMask nur so. UV 2017, wie hast du so lange überlebt? Die Kryptowelt. Die Kryptowelt ist für mich einfach nur geil und ganz einfach. Klar beiße ich mir in den Arsch. Warum habe ich nicht spätestens im Januar 2018 nicht verkauft? Ja. Weil ich dumm bin. Ich warte auf das große Ganze und nicht auf kleine Peanuts. Supergetti, so war das ja nicht gemeint. Gewinne kann man mitnehmen, aber einige Entwicklungen werden länger dauern. Ah, ja, natürlich. Als der nächste Bullrun. Krypto ist gekommen, um zu bleiben. Ja, und Krypto ist nicht nur gekommen, um zu bleiben, sondern um jetzt in die Verwendung langsam reinzukommen. Startrampe, ich habe nun seit 2,5 Jahren meine Investitionen hauptsächlich in Krypto getätigt, außer meinen kleinen ETF-Sparplänen und einen kleineren EUWAX 2-Einlage. Werde aber bei gutem Kryptogewinne definitiv auch wieder Edelmetalle ansehen. Okay. Sanremo, der ganze Himmel brennt. Wunderschöner Sonnenuntergang. Ja, freut mich für dich. Moment. Bei mir ist es schwarz wie die Nacht. Johannes, wenn XRP wirklich noch bis Anfang 26 braucht, dann hole ich mir garantiert mit den anderen Coins im Bullenmarkt den Einsatz plus einen guten Gewinn raus. Nur so zum Vorstellen, wie es dann ist, wenn XRP auch bereit ist. Ja. Also ich werde definitiv die anderen Coins auch im Bullenmarkt natürlich verkaufen.
Olli, ich habe jetzt 30 Arbeitsjahre, Marcello, durch. Rente ist zum Kotzen. Wenn das nix wird, bin ich am Popo. Da sind wir alle dran dann. Und keine Panik. Das wird es. Es wird das sein, was du brauchst. Da genehme ich. Wascher, irgendwie bin ich schon gewohnt, dass XRP so bleibt. Vielleicht mit Hoffnung zu leben, ist schöner wie reich zu sein. Wer weiß. Ja, einfach entspannt bleiben. XRP, Heike, Gold ist nur ein Wertspeicher, mehr nicht, falls alles den Bach runtergeht. Ja, das ist Bitcoin auch. GoFox, Sie sagen halt, wann XRP auf 300 geht. Das wird noch vielleicht dauern, könnte aber auch schneller gehen. Man kann es dir nicht, man kann nicht zu 100% es sagen. XRP, Heike, MC, muss die im Meeting dann Sake trinken? Ja, den muss ich nachher noch warm machen. Und meistens ist es so, dass ich den dann schon verdünne mit Wasser, damit das nicht auffällt. Weil die würden mich so unterm Tisch trinken. Starktrampe, wie schmeckt denn eigentlich Sake? Hab ich noch nie probiert und bei uns auch noch nie in den Märkten gesehen. Es hat einen Eigengeschmack, ne? Das kann man nicht irgendwie definieren. Auf jeden Fall, wenn du den trinkst und du sitzt bei normaler Raumtemperatur, dann merkst du den Alkohol nicht. Aber steh mal auf, weil du auf Klo musst. Dann Halleluja. Ein Gold, oh, Olli, ein Goldbarren würde bei mir täglich geküsst werden. Okay, würdest du wahrscheinlich auch mit dem ins Bett gehen, wa? XRP, Heiko, ich habe meiner Enkelin zum ersten Geburtstag einen 5 Gramm Goldbarren gekauft, mit Widmung von Opa Heiko. Das ist ja geil. Kufox, wieso machst du meine Hoffnung so kaputt? Alice Darkness ist meine Freundin. Mascha, Marcello, Dodge, Shiba, Pepe wollen manche gleichstellen wie Luna Classic. Nein, das ist völliger Schwachsinn. Bei Luna Classic, da ist ein richtiges Team dahinter, die wirklich auch was im Kopf haben. Und was die vorhaben, das ist schon eigentlich genial. Nur die Leute gucken natürlich auf den Kurs und sagen sich, ja, das wird eh nichts. Sollen sie auch. Die steigen später alle ein, das ist mir schon klar. Aber nein, bei Luna Classic, da steckt wirklich ein richtiges Team dahinter, die wirklich, man kann sagen, die Creme de la Blockchain-Welt ist. Ne? Mich wundert, dass David Schwarz da nicht auch noch nebenbei mitarbeitet. Was sagst du dazu? Dir glauben sie, wenn du es erzählst. Kennst dich ja auch aus bei Luna Classic-Ökosystem. Ja, ein bisschen. Luna Classic ist was Spezielles. Ich glaube daran. Ich genau, sonst hätte ich da nicht rein investiert. Und die Bemühungen, die sie da wirklich sich auf die Beine stellen und alles, da sage ich nur fantastisch. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist natürlich, dass der CEO von Binance so viele davon hat. Das ist so der einzige Punkt, wo ich sage, okay, das könnte vielleicht eine Schwachstelle werden. Aber bisher rührt er sich nicht und um ehrlich zu sagen, er fördert das Projekt ja sogar auch noch. Ne? Singleware, hier in der Schweiz habe ich die Möglichkeit, Silber zu kaufen und mir muss keine 19% Mehrwertsteuer bezahlen. Zollfreier Lager. Boah, ja, Frechheit. Ist es denn wenigstens bei euch beschränkt, bis zu wie viel Geld ihr da investieren dürft, so wie hier in Deutschland? Kufox, Pepe, to the Moon, keiner weiß es. Nee, das ist vorbei. Der Hype war und der wird nicht nochmal kommen. Weltglück, hast du morgen wieder einen anderen Hintergrund? Runde? ich kann morgen gerne einen anderen Hintergrund für dich einstellen, ist kein Problem, aber ob das Hunde sind, lassen wir uns mal überraschen. XRP, Heiko, ich muss noch 2 Jahre arbeiten, von daher wird es Zeit. Okay, Single Bear. Hasse Pepe, Shiba und Dogecoin. Ja, hassen nicht, aber wenn die Leute damit kein Geld machen und auf die Nase fallen, kann ich nur sagen, selber schuld. Ja, also klar, wenn man mit Spielgeld reingeht, wenn man bei Pepe am Anfang mit Spielgeld reingegangen ist, dann hätte man riesen dicken fetten Brocken gekriegt. Ja, aber das Risiko gehe ich nicht mal mit Spielgeld ein. Dann lasse ich diese Chance. Das ist mir egal.
Antonix APMC verkauft bald seine Kryptos und steckt alles in Edelmetalle, wenn ihr ihn weiter bearbeitet. Nein, auch nicht. Ich möchte, ganz ehrlich, ich investiere nicht in Oldschool-Sachen. Tut mir leid, dass ich so sagen muss. Ne? Für mich ist die Kryptowelt die Nummer eins. Was ich mache mit meinem Gewinn, ist versuchen, passives Einkommen natürlich aufzubauen. Und das würde mir dann schon reichen. Kufox, es gibt auch Fan-Tokens wie FC Bayern etc. Ja, ich weiß. Aber in so einen Schmutz investiere ich nicht. Auch wenn ich Bayern natürlich kleiner Fan bin, sage ich mal. Aber ich würde niemals in FC Bayern-Token oder sonst irgendwas oder Coin investieren. Startrampe. Wenn ich meine 9 Jahre bis zur Rente halbieren kann durch XRP, dann bin ich schon zufrieden. Oh, kann ich mir gut vorstellen. Livis, Leute, MC darf öffentlich nicht sagen, dass er Shiba-Fan ist. Sonst wird er gecancelt. Ich steh voll bei dir, MC. Shiba to the moon. Ah, da kann ich nur wirklich aus reinstem Herzen mit voller Inbrunst sagen: Nö, nix Shiba. Seinblitz, hast du Marcello schon mal getan? Dacht, könntest ja ein Lied rausbringen. Zum Beispiel, wir lieben alle XRP. Wenn ich anfange zu singen, dann garantiere ich dir, platzen bei euch die Trommelfelle, weil das so schlecht ist, das will keiner hören. Nein, dieses Marketing von Personen oder so für mir, ne, wie auch mit von wegen Kaffeebecher mit einem Bild von mir drauf und so ein Schwachsinn. Möchte ich gar nicht anfangen, möchte ich nichts mit zu tun haben. Das können gern andere machen, bei mir leider nicht. Dafür habt ihr jedes Mal, wenn die Kamera funktioniert, ne, nicht so wie gestern, könnt ihr mich live lieber sehen. Ist doch viel besser, als wenn ihr morgen schon, wenn ihr im Halbschlaf euren Kaffee habt und dann noch das Lied von mir hören würdet und mein Gesicht auf dem Kaffeebecher drauf. Ne? Also ganz ehrlich, nee, da bin ich nicht so der Fan für. Daniato, alles klar, ich hoffe es für uns alle, dass XRP in 2 Jahren mindestens bei 50 Dollar ist. Oh, das sollten wir eigentlich hinkriegen. Singleberry, Edelmetalle gibt es seit Jahrtausenden und hat nie an Wertverlust verloren. Das wollte jeden zum Denken bringen. Ja, aber ist trotzdem nichts für mich. Da hast du natürlich recht. Kufox, echt? Antworten die bei Ledger gar nicht? Nö, überhaupt nicht. Das ist ja die große Frechheit. Ich habe es dir sogar schon zweimal hingeschickt. Singen wir einfach ein Viertel des Vermögens in Edelmetalle umwandeln. Nein, ich nicht. Könnt ihr gerne alle machen. XRP Heiko, die Frage ist, kann ich von meinen XRP ein Stück Brot kaufen, wenn es mal dazu kommen sollte? Mit meinen Silbermünzen auf jeden Fall. Wenn es so weit kommen sollte, dann wirst du auch kein Brot mit Silbermünzen mehr kaufen. Kufox, ja, ich würde nicht in Shiba investieren. Und da kommt der Husten. Das war ein Zeichen. Wenn du das sagst. Singleware, bin eben mit 54 ein alter Knacker. Man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Levi's MC hat nach dem Wort Shiba gehustet. Leute, alle Shiba kaufen. Ja. Wascha, Shiba Dodge investiere ich nicht für Meme-Coins. Haben sie schon hohe Marktkapitalisierung? Daher nein. Es gibt ja noch andere Meme-Coins, ne? Aber wie gesagt, Meme-Coins ist bei mir absolut aus. Daniator, ja, Dezember wäre ehrlich gesagt, für mich auch optimal. Könnte mich dann endlich daheim austoben. Garten, Holz und so weiter. Okay. Johannes, es gibt ja 1 Kilo Silbermünzen. Die sind so groß wie etwa einen ausgebreiteten Hand. So eine als Ripple XRP Coin würde ich mir gerne zulegen. Eine in Silber und eine in Gold. Links und rechts von der Ripple-Aktie in eine schöne Bilderrahmen hinter dem Bürotisch.
Oh, ich kann ja so gut träumen. Kannst du ja anfertigen lassen dann später. Johannes, ich habe auch 30 Jahre bei der Post gearbeitet. Als Briefträger war das schön, bis ich dann zum vierten Rentner wurde. Ganz ehrlich, waren echt die das schön? Also ich stelle mir das eigentlich nicht so ein prickelnder Job dar. Nicht wegen der Tätigkeit, das nicht, sondern wegen, du bist ja bei Wind und Wetter, egal was draußen los ist, musst du ja raus und dann, ne, eben halt die Post und so Co. verteilen. Also stelle ich mir eigentlich auch nicht so schön vor immer. Daniato, haben wir nicht auch eine Prognose von dieser Amerikanerin von $500 dieses Jahr, beziehungsweise nächstes Jahr? Wo war die nochmal her? Wells Fargo. Ja, und Wells Fargo ist Ripple Partner. Ne? Also vorsichtig mit solchen Gedanken, würde ich mal sagen, weil ist natürlich voreingenommen. Aber klar, es tritt ein. Haben du YMC? Bleibst du, bis John live geht? Nein. Da können wir uns morgen dann drüber unterhalten. Ob da wirklich was Prickelndes kommt, bezweifle ich stark. Aber gut, lass uns einfach überraschen dann, ne? Kufox, ich sehe 70-Jährige, wie sie vor mir Fahrrad fahren. So schön, sowas zu sehen. Ich finde das krass, wie die mich noch überholen und dann mich auch noch angrinsen, ne? Von wegen, Jungspund und das nicht mit dem E-Bike. Das finde ich krass immer. Single MC, 1 Kilo Bahn Gold wären für dich über 100.000 XRP und es nur 1 Kilo. Dann habe ich lieber die 100.000 XRP. Ufox, morgen im Hintergrund bitte ein Datum setzen, wo XRP fliegt. Warum denn XRP? Gibt doch noch andere schöne Coins und Projekte. Single MC, kannst unbegrenzt kaufen. Zollfrei Lager. Das kannst auch du. Es ist eben auf neutralen Boden gelagert und kannst es sofort verkaufen. Das ist natürlich eine Sache, wo ich sage, das wäre lukrativ, wenn man ein bisschen Kleingeld übrig hat, ne? Aber selbst ich aus Deutschland könnte dann da kaufen. Okay. Werden wir uns mal unterhalten, wenn ich vielleicht mal ein bisschen Geld habe. Johannes, bevor MC Gold und Silber kauft, kauft er Shibas. Nee. Nee. Selbst wenn es nur noch Bitcoin und Shibas gibt. Nein, alles andere gibt es nicht mehr. Dann kaufe ich Bitcoin. Hamdu, wenn Ethereum angeklagt wird, könnte ja viele in XRP und andere Coins swappen. Ja, die Möglichkeit würde natürlich bestehen, aber ich glaube nicht, dass es zu einer Klage überhaupt kommt. Ken Beam, ich hatte früher auch viel Respekt vor Sake in Japan, bis ich auf der Rückseite las, dass Sake nur 15 bis 20% Alkohol enthält und ein, zwei Gläschen sind da nicht so dramatisch. Zum Einordnen Wein etwa 12 bis 14% und man trinkt da ein paar Gläser. Jägermeister 35 und Wodka Richtung 40. Ja, aber wenn du Sake anfängst zu trinken und das mit Leuten, die das Nationalgetränk bei denen so gesehen ist, da trinkst du nicht nur ein, zwei Gläser, da sind dann zwei Flaschen am Abend locker weg. Qualmes, MC, was soll uns schocken? Bei 100 im Bikini, bei welchem Kurs singst du? Augen kaputt, Ohren braucht man dann auch nicht mehr. Das möchtest du gern wissen, ne? Bei was für einem Kurs ich anfange zu singen. Da müsste ich aber auch voll wie eine Haubitze sein. Also nehmen wir die 1000. XRP Heiko, so Leute, recht für heute. Schau noch die Serie auf Prime, Continental. Okay. Startrampe, ich muss leider in die Haier, sonst wird die Frühschicht morgen wieder zu hart für mich. Mit alten Knacker. Für mich alten Knacker. Gute Nacht alle und noch einen schönen Stream. Schönen Morgen auf YouTube nach. Schau morgen auf YouTube nach. Dankeschön und ich wünsche natürlich eine schöne Nacht. Und natürlich auch einen erfolgreichen und erholsamen Arbeitstag morgen.
Qualm ist, man kann auch auf Twitch den Stream morgen sehen. Nur als Info. YouTube hat sich ja bald erledigt, wenn der Meister so weitermacht. Es gibt ja einen Anwalt, ne? Und das nächste Mal wird noch teurer für YouTube. Keine Panik. Also mich interessiert das nicht, ne? Nur ich will dann die Plattform halt auch ein bisschen bluten lassen. Single MC, was denkst du, womit im Zweiten Weltkrieg Lebensmittel gekauft worden ist? Silber und Gold. Papiergeld war wertlos. Ja, natürlich. Ich kenne mich ein bisschen mit dem Zweiten Weltkrieg aus. Ich weiß, dass auch bevor der Krieg angefangen hat, die Wirtschaftskrise so enorm war, dass du wirklich 100.000 Reichsmark damals für ein Stück Brot bezahlt hast, ne? Oder für ein Brot zum Beispiel. Also, das ist mir klar. Mr. Dr. Satz, Mittel, mein Bester. Seidenblitz, ich arbeite schon 23 Jahre in einer Verpackungskonzern-Kartonverpackung. Ach du Schande. Ja, da habt ihr ja auch arschviel zu tun, weil im Moment ist es ja gerade dieser Bereich sehr gefragt in der Industrie. Mr. Doktors Arzt, sorry für die Verspätung, aber Spätschicht. Du, ist doch gar kein Problem, ihr müsst euch doch nicht entschuldigen. Es ist ja nicht 2020 und ihr müsst alle hier auftauchen, ne? Sonst gibt's Haue. Nein, wenn ihr keine Zeit dafür habt oder privat was anderes macht oder mal von der Kryptowelt entspannen wollt, um Gottes Willen, bleibt bloß weg. Mr. Dr. Satz, habe ich eine positive Nachricht verpasst? Bitte sag ja. Bei Ripple würde ich sagen, ja, Ripple Partner Union Bank war ganz interessant. Wenn du Alchemy Pay hast, hast du eine gute Nachricht verpasst. Ja. Weil mit Boom gab es nicht, Mr. Doktors Arzt. Sorry. Nee, das nicht. So mega oder boommäßig war es jetzt nun auch nicht. Alex, Grüße in die Runde. Weil mit der Batteriemann ist da. Navent. Kuhfox, MC, bist du dir 100% sicher, dass XRP die Verwendung bekommt, also dass es verwendet wird? Erstens, XRP ist schon in der Verwendung. Wenn wir jetzt natürlich den Bankbereich meinen, da bin ich sogar 1000% sicher. Es gibt kein anderes System, was in der Bank so massiv verwendet wird wie der XRP-Ledger später. CKMC, kann der Ethereum noch richtig tief sinken? Braucht welche für Transfers? Natürlich kann er noch richtig tief sinken, ne? Genauso wie Bitcoin, genauso wie der ganze Markt noch. Aber ob das passiert, das ist eine andere Sache. Das kann dir keiner sagen. Qualm ist okay, MC, bei 1000 auf Teneriffa, oder? Ja, mit dir im Arm dann, Baby. Du kommst mit dann. Du kommst auf solche Ideen, dann musst du mitmachen. Single-Wear, XRP braucht nicht 100% der Verwendung. Das geht auch nicht. 20 bis 30% wären mega. Na, ich gehe schon auf 80% Minimum. Johannes, ich war mit dem Mofa unterwegs. Bei Regen, Sonnenschein und Schnee habe auch einen Winter durchgehalten, ohne Handschuhe. Und einmal hatten wir 50 cm Neuschnee über das Wochenende bekommen. Alles ist stehen geblieben, aber wir hatten die Post fast pünktlich zugestellt. Aber am meisten hat mir der Kontakt mit den Kunden gefallen. Ich hatte mal eine liebe alte Frau auf meiner Tour. Als sie starb, war mein ganzer Tag gelaufen. Ich hatte sie so gerne, die Leute hatten mich gerne und ich sie umso mehr. Das ist geil. So einen Postboten wünsche ich mir auch. Hier mittlerweile in Deutschland oder in Bremen muss ich sagen, hier wechseln die Postboten alle 3 Monate bei mir. Es gibt kein Fest mehr. Ich hatte vorher einen Festen, mit dem habe ich mich gut verstanden. Der hat von mir zu Weihnachten auch immer seinen 100er gekriegt, weil er top gearbeitet hat. Auch wenn er Pakete gebracht hat, der wusste genau, wo er die immer hinstellen konnte. Aber jetzt mittlerweile, alle 3 Monate wechseln die das hier und das ist so zum Kotzen mit den Leuten. Chris for Crypto, also bei Tausender Kurs singst du mit Helge zusammen das Katzenklo-Lied. Und Qualm ist zusammen dann, hundertprozentig. Qualm ist das Lied, ergibt sich sicher. Ja, Sanremo, da musst du dann durch. Ne? Ich garantiere dir, wenn solltest den Leuten auf Teneriffa Bescheid geben, dass sie sich irgendwie Ohrstöpsel in die Ohren machen, weil sonst hauen sie alle ab von der Insel. Kofox, MC wird gar nichts machen. Wenn XRP fliegt, erstmal Twitch und YouTube löschen und auf Berge ziehen.
Warum sollte ich Twitch und YouTube löschen? YouTube löscht mich sowieso automatisch. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Qualm ist nicht gut, Remo. Olli, Marcello, zieh die Buchse hoch und Butter bei die Fische. Wann sind wir Millionäre? Hab aber mehr als drei Münzen. Das kann ich dir nicht sagen. Es kommt ja auch darauf an, hältst du es so lange durch, bis du das erreicht hast? Qualm, es gibt doch genug Getränke auf der Insel, oder? Nee, bei 1000 live hier und vorher schon auf Teneriffa. Okay. Sanremo, die gehen sicher nicht aus. Wascha, was glaubst, Marcello, bei Bitcoin im Bullrun hoch? Ich sag 385.000. Du? Ja, das Problem ist immer noch die Weltwirtschaftssituation. Ne? Die ist nicht so prickelnd. Nehmen wir mal an, die ist bis dahin besser, dass es langsam auch wieder aufwärts geht. Also ich gehe dann davon aus, dass Bitcoin 250.000 bis 300.000 schafft. 100.000 wäre erstmal die erste Hürde und die schafft er auf jeden Fall. Das ist lächerlich. 150.000 würde ich sagen, bei dieser Situation, die wir jetzt wirtschaftlich haben, würde ich sagen, ist bei 150.000 bis 200.000 dann Schluss. Sieht die Situation natürlich besser aus auf der Welt, gehe ich auch von 250.000 bis 300.000 auf jeden Fall aus. Alles, was danach kommt, ist Bonus. Amdo, gibt uns erstmal 5% Verwendung. Das reicht ja. Vielleicht für die 100 Dollar. Vielleicht. Singleberry, Ethereum wird sinken. John Dee hat sich vor, Ethereum zu verklagen. Ja, dann hat er ein großes Problem, weil dann hat er auch die Politik gegen sich. Und das wird gefährlich dann. Sanremo, nein, die können dann auf den XRP-Ledger wechseln. Ach so, deswegen, wegen Wascha und dann hier Sanremo. Ja, natürlich, RC20 und so, da gebe ich Sanremo recht, ne? Wofür gibt es denn die EVM beim XRP-Ledger? Hallo, Verbindung zu Ethereum. Das könnte sogar noch den Push dann geben, dass wirklich dann die Systeme eher auf dem XRP-Ledger laufen als auf dem Ethereum-Netzwerk. Olli, hunderte von für den Postbote. Ich brech zusammen. Darf ich dir Paket bringen? In 3 Jahren habe ich genau nichts bekommen an Trinkgeld. Hab auch nichts erwartet. Echt nicht? Also ganz ehrlich, Postbote, der bei Wind und Wetter diesen Job macht, der seinen Job richtig korrekt macht und super drauf ist und das bei mir. Natürlich kriegt er zu Weihnachten was dann von mir. Jetzt diesen Mist, den ich hier habe, von wegen, ne, alle 3 Monate wechseln, ich kenne die nicht. Die interessieren mich nicht. Aber den, den ich hatte, der war top. Und dann kann man ja wohl zu Weihnachten mal eine Kleinigkeit demjenigen geben, dafür, dass er so einen Top-Job das ganze Jahr macht. Ich weiß, es ist Bestechung, aber interessiert mich nicht. Johannes, ist bei uns auch so, man kennt keinen Briefträger mehr. Mein Motto ist etwa so: Ich liebe die PTT, aber ich hasse die Post. Als das Logo von PTT zu die Post wechselte, wurde es schlimm und nicht mehr schön. Ach du Schande, bei euch auch den Mist. Ja, ich finde das schlimm. Olli, der war Sonny, Grüße aus Mexiko in die Runde. Grüß dich, Olli. Von mir gab's eine Pulle Bier, wenn ich mit den Handwerkern und so weiter zufrieden war. Nö, ja, da gibt es bei mir nur Kaffee. Wenn sie aufgeräumt haben, also schön sauber gemacht haben, die Ecke, wo sie gewurschtelt haben, dann haben sie von mir auch 5 oder 10 Euro Trinkgeld gekriegt. Olli, wahrscheinlich hat er im Weggehen auch mein Auto angespuckt. Könnte passieren. GoForks, Shiba Luna Classic XRP. Eins soll doch platzen. Ja, vielleicht hast du ja Glück. Wascha, Ethereum sollte man in Ruhe lassen, sonst sind wir sich defekt viele Coins laufen über Ethereum-Netzwerk. Sehe ich auch so, es ist nun mal so und dieses Problem, was Ethereum ja hat, was ja auch ein bisschen aufgedeckt worden ist, da ist auch die Politik ganz stark mit involviert und deswegen wird das unter den Tisch gefallen. Toll, du, Luna wird noch Jahre gehen.
Was denkst du? Es kommt immer auf die Entwicklung an. Man weiß nie, was die Leute da in den Köpfen hat, woran sie gerade richtig noch im Hintergrund arbeiten. Ich lasse mich einfach mal vom Bullenmarkt überraschen mit Luna Classic. Ne? Sag ich ganz ehrlich. Ich warte einfach mal. Mal schauen, was er bringt. Singleware Bitcoin, 150.000 Dollar. Es gibt schließlich auch weitere Bullruns. Die Menschen müssen schließlich gefüttert werden. Ja, nee, diesmal steht wirklich die Chance groß, dass er wirklich extrem ausbrechen könnte. Chris for Crypto, würde mich mal interessieren, was die Aladdin Software so über Bitcoin ausspuckt, wenn auch, denn auch dort lauern genügend Gefahren. Was glaubst du, warum BlackRock jetzt ein Bitcoin-ETF rausbringen will? Und daher. Wascha, ICP, 2.800 Dollar, jetzt 2,80 Dollar. Wahnsinn, oder? Hatten sie damals sehr wenig Coins im Umlauf. Daher 2.800 Dollar, ja. Und wurde auch ein bisschen gehypt. Alex, hab früher dem Postmann auch was gegen gegeben zu Weihnachten. Ja, finde ich eigentlich ist auch eine faire Sache, ne? Levi, MC, denkst du, dass der Kryptomarkt nochmal so richtig crashen wird? Also, wenn der Aktienmarkt und Immobilienbranche nochmal richtig crasht, dann ja. Darauf warte ich eigentlich noch. Aber es muss nicht. Dolly, du, danke für alles und gute Nacht zusammen. Wünsche ich dir auch. Singleware Bitcoin 150.000 wäre von jetzt ein sechsmal. Und je mehr Kapital man braucht, um einen Coin zu pumpen, desto schwerer ist es. Nicht bei Bitcoin. Der wird künstlich gepumpt über Tether. Deswegen sage ich immer, Tether ist das Blut des Kryptomarktes. Johannes, also ich bekam am Weihnachten auf meiner festen Tour bis zu 2000 Schweizer Franken. Aber das war nicht mein Ziel. Ich hatte einfach so den Plausch an der Arbeit. Auf meinem Mofa hatte ich einen kleinen Radio. Und als der runterfiel, habe ich einfach gepfiffen. Die Leute haben es geliebt. So haben sie immer gehört, wenn ich komme. Ja, das ist doch was Schönes. Und ganz ehrlich, es geht ja nicht darum, dass du das Geld gekriegt hast, aber so eine kleine Geste für denjenigen, der wirklich sich das ganze Jahr den Arsch aufreißt bei Wind und Wetter, wo unser eins nicht rausgehen würde, kann man doch eigentlich geben dann, ne? Also ich finde das schon. Ist ja auch nur ein kleines Anerkennung an die Arbeit, die man da wirklich abgeliefert hat. Sanremo, die einzige Chance gegen einige der Verbrecher vom ETH-Gate vorzugehen, wäre eine Klage von der XRP Army. Ja, aber der die verklagt, der lebt wirklich gefährlich. Also ich würde es mir eher zweimal überlegen. Johannes, ich hatte aber auch bis zu 650 Haushalte auf der Tour, was nicht gerade wenig ist. Und nö, das ist schon eine große Menge. Levits MC, was denkst du, dass Luna Classic im nächsten Bullrun erreichen kann? Da ganz ehrlich, ich lasse mich einfach überraschen. Es könnte mega sein, es könnte aber auch sein, dass es okay ist. Wascha, die Staaten meinen auch Bitcoin. Es wird auf Millionen Dollar gehen irgendwann. Ja, natürlich. Kufox, Luna Classic auf 1 Dollar im Bullenmarkt und ich bin happy. Lassen wir uns erstmal den 1 Cent erreichen, 10 Cent und dann schauen wir weiter. Chris for Crypto, ich traue dem ETF noch nicht mal den Weg. Glaube das erst, wenn ich sehe und es wirklich den BlackRock-Investor als Invest angeboten wird. Irgendetwas ist da doch noch zusätzlich im Busch. Das weiß nur BlackRock und da müssen wir einfach warten. Sanremo, genau das ist gefährlich, dass die Staaten jede Menge Bitcoin haben. Damit können sie auch vernichten oder extrem dumpen. Naja, damit sprichst du ja Richtung China an, ne? Natürlich werden sie im Bullenmarkt, wenn sie sehen, okay, das ist der Höchststand gewesen, werden sie anfangen zu dumpen, ne, um die richtige Kohle zu machen. Kufox, nö, will keine 1 Cent. MC, ich hoffe einfach noch dieses Jahr, dass du wieder mal sagst, ich habe wieder geile Nachrichten für euch. Ja, es könnte passieren.
Johannes, ob Luna Classic auf 50 Cent oder auf 1 Dollar geht, ist sowas von egal. Ich wäre schon mit 0, mit 20 Cent happy, wäre ich auch. Qualm ist jetzt aber heute, aber wir uns gewehrt, MC. Jetzt aber, heute haben wir uns gewehrt, MC. Ja, heute war die wirklich stark. Max Rosenberg, kann man Luna in naher Zukunft auf der Decent sichern? Weiß da jemand etwas mehr? Grüße dich, Mad Max. nee, kann man im Moment nicht. Da musst du vielleicht mal Decent anschreiben. Von denen kriegst du auch eine Antwort. Habe ich schon ausprobiert. Ob sie das in naher Zukunft wieder vorhaben. So, meine Lieben, ich mache für heute Schluss. Wir haben auch fast 2 Stunden geschafft. Nicht schlecht. Johannes MC, kannst du mal erklären, was XRP so macht? XRP wandelt oder der Vermögenswert, der über den XRP-Ledger transferiert werden soll, wird umgewandelt in XRP und XRP transferiert den Vermögenswert in die jeweilige Landeswährung hin und wird umgewandelt in die jeweilige Landeswährung, wenn wir von Ripple Payments reden. Sanremo, ich bin schon überrascht, wenn Luna Classic auf 1 Cent geht. Nee, ich nicht. Sage ich ganz ehrlich, im Bullenmarkt bin ich nicht überrascht dann. Johannes, nettes Spiel, danke MC. Und damit wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Freitagabend. Ich hoffe für den einen oder anderen, der nicht arbeiten muss, noch einen wunderschönen Samstagmorgen. Sonst für alle, die arbeiten müssen, Samstag. Ich hoffe eine entspannte Arbeitsschicht. Und wir sehen uns spätestens, vielleicht den einen oder anderen, morgen um 20:20 Uhr auf den Samstag hier auf Twitch wieder. Und ich bedanke mich natürlich bei euch. Ihr seid echt eine mega dufte, geile Truppe. Und was Besseres kann man sich eigentlich gar nicht wünschen. CRISPR Crypto ICP ist doch damals durch FTX künstlich hochgeschrieben worden. Ja, war nur Fake, deswegen. Kufaus, komm morgen mit geilen Nachrichten. Schauen wir mal. Und bis dahin sage ich. Auf Wiedersehen.